Ja, und es ist wieder soweit. Hallo und einen schönen guten Abend. Und mein heutiger Gast ist, ja, Tobi von Topic. Oder er ist ja Topic. Hallo, Tobi. Ja, schönen guten Abend, ne? Also ja, fantastisch. Ja, erstmal schönen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du heute Abend für mich, für uns Zeit hast. Nicht nur für mich natürlich, für alle, die natürlich jetzt draußen zugucken, um natürlich ganz, ganz viele Fragen zu beantworten. Wie geht's dir? Ja, mir geht's soweit sehr gut. Und wie geht's dir oder euch? Also mir geht's eigentlich auch ganz gut. Ihr könnt natürlich auch schon mal raushauen, was ihr generell von ihm wissen wollt. Ich versuche das gleich ein bisschen zu sortieren. Ja, und natürlich könnt ihr gerne auch nochmal alles schreiben, wie es euch geht, damit der Chat auch nochmal voll wird, ne? Also an der Stelle dann nochmal hallo und schönen Abend an alle da draußen. Ja, Tobi, ganz, ganz viele Menschen kennen deine Musik. Ich glaube, alle kennen deine Musik. Also die, die deine Musik nicht kennen, sind entweder haben kein Radio oder sind taub, ne? Es gibt ja nicht viele Möglichkeiten, ne? Also man kommt ja eigentlich an deiner Musik nicht vorbei. Aber ich könnte mir vorstellen, die sagen trotzdem so, ja, die kennen deine Musik, aber die kriegen das nicht so, ne? Man hat ja nicht mal gleich den Namen offiziell oder so. Wissen wir vielleicht doch nicht gleich 100%, wer du denn bist. Ich gebe dir nochmal für die, die es nicht wissen, nochmal einen kleinen Hint, ja? Natürlich in der Zeit, wo wir jetzt hier gesprochen haben, ist meine Verbindung zu meinem Handy gerade abgebrochen, aber macht nichts. Zeige ich jetzt noch einmal ganz kurz für diejenigen, die es nämlich nicht wissen. Also das hier, das ist Topic, ne? Guck mal, sieht man ja auch schon smart und sexy, wie er da oben erscheint. Und dann, der liebe Tobi hat zum Beispiel diesen Track gemacht, ne? Habt ihr noch nie gehört? Noch nie. Ist wahrscheinlich die, ja, es ist ja auch die meistgespielte Nummer und du wurdest ja überschüttet mit Auszeichnungen sowieso. Wahnsinn, klasse Track und gibt es natürlich noch ein bisschen mehr, ne? Können wir auch noch mal reinhören. Das ist, da habe ich natürlich nachher noch eine Frage zu, ne? Und das ist ja nicht von dir, ne? Der Anfang. Nee, die Gitarrenmelodie ist nicht von mir. Nee, genau. Die ist von André, genau, ne? Also, genau. Wer immer noch nicht weiß, wer der ist, aber ich kann es nochmal in Zahlen ausdrücken. Allein müsst ihr vorstellen, Breaking Me, wenn ich richtig liege, fast 1,9 Milliarden ist so, wenn man das zusammenzieht, Streams nur für diese eine Nummer. Ja, ich glaube, auf allen Portalen zusammen. Wenn man das zusammen, ne, kumuliert, irgendwie dann, ja. Wahnsinn, ne? Du hast auch mit also wenn ich mir so die Plays angucke, dann wird mir immer schwindelig, denke ich immer, Wahnsinn. aber geil, also riesen Respekt, geile, also eingängige Tracks, und deswegen bist du ja auch hier. Wir wollen wissen, wie du das machst, verdammt, Tobi. Das müssen wir dir heute entlocken, damit wir auch so eine geilen Tracks machen können. Hilfst du uns dabei? Kann ich gerne helfen? Können wir uns die Projekte angucken? Gar kein Problem. Sehr schön. Also, wer jetzt immer noch nicht weiß, wer ist, der soll jetzt einfach googeln gehen. Weil jetzt wollen wir nämlich natürlich, so wie wir es immer machen, ganz kurz noch, wollen wir Tobi, Topic Tobi, ja? Also, du heißt ja richtig Tobi. Topic ist natürlich wahrscheinlich nicht dein Name, dein Nachname. Topic, wie bist du drauf gekommen? Doch, ist mein Nachname. Heißt du wirklich einen Nachnamen Topic? Genau. Ist ja, wie geil. Ich habe gedacht, das steht auf Wiki einfach nur so. Wirklich so. Ja, nee, geil. Steht auch im Ausweis. Ja, cool. Mit dem ich geboren bin. Das passt ja irgendwie. Topic, ne? Mega geil. Das ist ein schönes Wortspiel, auch auf jeden Fall. Ja, am Anfang, die ersten 20 Minuten, wollen wir immer so die, sag ich mal, unsere Gäste kennenlernen. Und dazu, stelle ich mir nochmal ein paar Fragen und dann machen wir meistens so eine kleine Zeitreise zurück, in die, jetzt blende ich mal das blöde Handy aus, eine kleine Zeitreise zurück, um mal zu schauen, wie hat es bei dir angefangen? Was war denn der Impuls irgendwie vielleicht auch gewesen? Ja, wie bist du denn zur Musik überhaupt gekommen? Was war denn ausschlaggebend? Liegt es in der Familie? Ist dein Vater in Wirklichkeit irgendwie aus naher Verwandter Elvis oder irgendwie sowas? Oder Paul McCartney? Wo kommt die Gene her? Nee, also musikalisch war eigentlich gar nicht so viel in meiner Familie. Also die haben jetzt keine Instrumente gespielt, keiner konnte singen. Und ich habe auch in der Jugend irgendwie gar nicht wirklich was mit Musik zu tun gehabt. Also richtig Instrumente gespielt habe ich nie.
Das kam alles so, als ich 15 war, glaube ich, 15 oder 16. Unser damaliger Musiklehrer, der hat uns Logic einfach gezeigt in der 10. Klasse. Ja, Das das war habe ich so, gelesen, das stimmt wirklich. ja, das war so ein Halbjahresprojekt von ihm. Und ja, es war halt so die Aufgabe, so irgendwie, hier ist Logic, dann ist es beigebracht und in einem halben Jahr muss man halt irgendwie ein Beat machen, ein Musikstück oder halt irgendwas. Und Okay. ich bin halt so ohne Erwartungen irgendwie da reingegangen, dachte halt, ja, cool, einfach irgendwas am Computer machen. Also Hauptsache nicht, war eher die Intention, Hauptsache nicht was anderes machen, sondern Computer machen oder? Ja, das Lustige war, wir konnten damals wählen zwischen Kunst und Musik. Und ich wusste halt, okay, bei Musik machen wir was am Computer. Und es ist dann cooler als irgendwelche Bilder malen oder irgendwie, Okay. was weiß ich, irgendwas basteln. Und ja, dann haben wir angefangen damit und mir hat es halt direkt irgendwie gut gelegen und hatte übertrieben viel Spaß daran. Hab dann auch abseits von der Schule einfach die ganze Zeit irgendwie rumgeschraubt und halt versucht, das Programm halt immer mehr zu verstehen. Ja, obwohl ich habe die Frage vorhin eine Frage gestellt, die konntest du mir auch nicht beantworten. Nein, aber du kannst es trotzdem gut genug, um deine Tracks zu machen. Nein, also wir beide sind nicht drauf gekommen. Aber denn meine Frage wäre eigentlich gewesen, wenn du so bist ja eigentlich wirkst ja sehr musikalisch schon so, hast du dir das alles selber beigebracht? Aber ein Musikinstrument spielst du in der Tat nicht. Ich habe mir mittlerweile Klavier selber beigebracht, ja. Also ich würde schon behaupten, dass ich Klavier spielen kann. Ich bin aber jetzt auch kein klassischer Klavierspieler, dass du mir irgendwie ein Notenblatt hinlegst und ich das jetzt runterspielen kann oder so. Aber ich krieg schon hin. Muss auch gar nicht sein. Also wenn ich jetzt, habe ja schon ein paar Interviews geführt, ist es irgendwie sehr interessant gerade so. Aber gerade diejenigen, die nicht diese klassische musikalische Ausbildung haben, das war das jetzt, ob das der Boris Brejcha war oder auch ein oder Purple Disco Machine, das sind ja auch keine Musiker in dem Sinne halt, die so, ne, wissen, was sie tun, du hörst das Richtige und weißt, was gut ist und was dir gefällt. Ne? Aber es sind halt nicht Musiker, in Anführungsstrichen, die irgendwie drei, vier Instrumente am besten noch beherrschen, komplett. Ne? Sehr interessant, Ja, ne? Aber die ja, ja. schreiben irgendwie die oder machen gerade die coolsten Tracks. Ne? Also, ist Musikunterricht nicht unbedingt der Indikator dafür oder so, ne? Dass man. Ja, also ich glaube schon, dass auch ein Boris Brejcha oder auch Purple Disco Machine, ich glaube so von der Musiktheorie versteht man schon was. Also ich habe dann auch schon ja, Tonleitern gelernt. Oder halt so die Grundausbildung, sage ich jetzt mal, von Harmonielehrer auch. Das habe ich mir dann auch schon Okay. irgendwann mal reingezogen, ja. Ja. Also es macht schon Sinn, wenn man auch irgendwann versteht, warum gewisse Akkorde zusammenpassen und warum gewisse Töne oder gewisse Tonleitern so klingen, wie sie halt sind. Ne? Manchmal ist es ja auch gerade wichtig, denn wenn man, spielt man die Umkehrung oder was, welche Stimmung man erzeugen möchte, wenn man natürlich auch Theorie hat, Musiktheorie weiß, wie es funktioniert, weiß man ja auch, wie man durch bestimmte Akkorde bestimmte Stimmung, wie gesagt, auch erzeugen kann. Genau, Ne? ja. Wie war das bei dir gewesen? Jetzt sagst du ja, du bist dann mit 16 Jahren quasi, hat dann dein Musiklehrer dich zu Logic gebracht. Bist nochmal hingegangen, hast du einfach mal Danke gesagt übrigens? Hast du nochmal bei ihm bedankt dafür? Persönlich gesehen leider nicht, aber wir hatten über E-Mail dann nochmal Kontakt. Der ist halt irgendwie nach Kanada, glaube ich, gezogen, dann Okay. ausgewandert. Ja, aber wir Cool. haben über E-Mail mal Kontakt gehabt, ja. Aber der weiß, was mit dir jetzt abging, hat er mitbekommen so. Ja, der Kontakt damals war 2016, wo ich mit Home und Nico Santos meinen ersten Radio-Hit hatte. Okay. Da kam der Kontakt nochmal zustande, ja. Okay. Als du denn angefangen hast, wie lange hast du denn gebraucht, bis du quasi den ersten Track komplett alleine in Logic produzieren konntest? Boah, gute Frage. Das Ja. Ding ist ja, die ersten Dinger, glaube ich, klangen jetzt nicht wie fertige Tracks Was? irgendwie. Was? Also im Nachhinein, wenn man da jetzt sich das anhören würde, war es wahrscheinlich einfach am Anfang mal irgendwelche Pianos mit Hip-Hop-Beats Okay. drunter. Ja. Also bei dir war das auch, also klar, wie bei allen, also ihr müsst euch nämlich keine Sorgen da draußen machen. Auch der Tobi hat sich nie hingesetzt und hat ein halbes Jahr irgendwie das gelernt und dann kamen auf einmal die Dinger raus, sondern das braucht Zeit halt, ne? Also da muss man halt auch viel erstmal lernen, ne? Und das hast du ja anscheinend getan. Als du, also dein, was war denn dein erster Track, den du produziert hast, aber der kein Topic-Track war?
den du in Logic produziert hast? Ja, ich habe ja generell angefangen. Ich wollte ja gar nicht als Künstler selber irgendwie Musik veröffentlichen. Also die ersten Jahre, wo ich angefangen habe, ich habe ja dann auch erstmal bei mir in der Stadt so ein kleines Studio aufgebaut und habe dann auch teilweise einfach lokale Rapper aufgenommen, einfach um ja auch nochmal mehr Logic zu verstehen, wie man Stimmen abmischt und sowas. Mhm. Teilweise halt auch auf Beats, die gar nicht von mir waren, irgendwie auf Freebeats aus dem Internet oder so. Und war dann eigentlich nur irgendwie der Typ, der Studio hat, Leute aufnimmt und auch zwischendurch ein bisschen Beats macht. Für 5 Jahre ungefähr oder 4 Jahre. Ja. Und dann hat es erst so richtig angefangen irgendwie, dass ich immer mehr und mehr Beats gemacht habe, die auch besser geworden sind, dass dann auch Leute gesagt haben, ey, das kann ich jetzt für meinen Song mal wirklich verwenden. Man sieht das ja, genau diesen Werdegang sieht man ja relativ deutlich auf deinem YouTube-Kanal. Du hast ja schon vor sehr vielen Jahren angefangen, auch Tracks zu posten, halt, die du nicht unter deinem Namen genannt hast, was du gerade gesagt hast, sondern die du produziert hast. Ne? Da waren auch wohl viele, also wenn ich das mal so rückblickend sage, waren natürlich auch viele Sachen, die waren in ja, deutscher Pop, Rap gewesen. Ne? Das waren so die Anfänge. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant, aber du hast ja auch eine krasse, damals ist das dadurch schon entstanden, dass du dir damals dadurch auch eine sehr große Community, auch durch diesen Deutschrap mit bei YouTube aufgebaut hast? Ja, auf jeden Fall. Ich habe damals für viele YouTuber die Sachen produziert. 2013 war dann so das erste richtige Release. Das war dann halt digital, über iTunes und so wurde es vertrieben. Und ich habe dann teilweise Sachen auf meinem YouTube-Kanal davon hochgeladen, weshalb ich dann so ein bisschen die Fans davon auf meinen YouTube-Kanal dann auch bekommen habe und die dann auf meinen YouTube-Kanal abonniert haben. Okay, also wenn ich jetzt mal kurz in die Seite gucke, dann sortiere ich schon mal, da bin ich nicht eingenickt, ne, sondern ich sortiere schon mal die Fragen hier vorab. Machen wir mal so ein kleines Sternchen schon rein, damit wir natürlich in unserer Q&A-Runde immer schön durchgehen können, damit du die ganzen Fragen, die hier schon reinkommen, und das sind einige schon, die ich hier sehe, die du beantworten kannst. Das heißt, wir müssen eventuell hinten noch was dranhängen. Werden wir sehen. Sehr spannend auf jeden Fall. Und das hast du ja, wenn ich das, also dann hast du ja deinen Kanal da ja, wie gesagt, auch irgendwie ein bisschen ausgebaut. Ich weiß gar nicht, habe ich mal wieder, ist mein Handy hier. Ich glaube, hat sich wieder verabschiedet. Ich glaube, ich hätte ein Kabel dranhängen sollen. nein, aber Mensch. Aber ich wollte noch mal kurz reingucken, weil das ist schon sehr, sehr interessant, was du da alles so gemacht hast. Und wo ich meine YouTube-App, ganz kleinen Augenblick hier, da schauen wir noch mal rein. Ich glaube, ich war schon mal auf deinem Kanal, ja? Ich hoffe doch. Peine DJ hat dich sogar abonniert, ja? Selbstverständlich, aber ich auch. So, jetzt muss ich noch mal eben. Ach, siehst du, ich bin natürlich wieder auf dem Falschen gewesen, so wie er ist. So, und zwar, lass uns noch mal eben zurück. Ich mache noch mal eben wieder das Handy dazu an. Ja, sieht man natürlich jede Menge Videos bei dir. Und nämlich, dann fing das ja irgendwann an. Da hast du natürlich die ganzen Deutschen. Und dann kam, wo kam er denn? Wo es losging? Light It Up. Light It Up, genau. Das genau, war denn November, die Nummer? November 2014 war das. Ja. Okay, da erinnerst du dich sehr genau dran anscheinend. Genau. Ja, und ja, das war der Start von Topic quasi, den Dance Producer oder Dance Act. Und es war eigentlich total zufällig, also so relativ ungeplant irgendwie. Es war halt so, dass ich halt immer schon Dance-Musik gefeiert habe irgendwie. Ja. Und ja, ich weiß gar nicht, wie es kam. Irgendwie, also Dagi und ich damals, die hier Dagi B, wir waren halt immer krass die Dance-Fans. Und wir waren dann irgendwann mal feiern und dann haben wir irgendwie darüber geredet, dass ich doch einfach mal Dance-Mucke raushauen sollte. Und mach doch mal was anderes. So. Genau, mach doch mal was anderes, das kannst du doch auch. Und dann, ja, mich hingesetzt und irgendwie erstmal versucht, da reinzukommen. Versucht zu checken, was man für Sounds benutzt und pipapo. Und dann, ja, damals mit dem Jona Selle, den hatte ich parallel dazu auch irgendwie kennengelernt. Und wir haben es dann mal getroffen, einen Song geschrieben und das war dann direkt, ja, der Track Light It Up, genau.
Ja, cool. Ja, und das war ja so ein bisschen der Startschuss, wenn du der erste, du hast gesagt, das ist ja selber Topic halt. Das hast du denn, ist das richtig? Mir kommt das vor, dass du Light It Up ursprünglich, dass die bei iGroove Music erschienen ist. Das klingt so ein bisschen danach, dass du das selber released hast. Der war bei Recordjet erstmal. Okay, genau. Und dann waren die im Vertrieb von, also ich hatte schon fast gedacht, dass du, gerade weil du am Anfang alles selber gemacht hast, dass du sogar da ein bisschen selber was gemacht hast, aber nicht. Wie meinst du? Dass du dir selber als selber released hast, mit einer eigenen kleinen Plattenlabel oder so. Ja, genau, das kam unabhängig raus, also independent. Okay. Komplett ohne Plattenlabel, ja. Okay, das meine ich halt, ne? Cool, also. Ja. Und dann hast du wahrscheinlich ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, sieht so aus, weil das Ding ganz gut abging. Ja. Und da sind die ersten Plattenfirmen auf dich zugekommen oder wie ist das, was ist da passiert? Ja, das war damals, wie war das nochmal? Also dann hatte halt Dagi, Liont, verschiedenste YouTuber haben das dann halt in ihren Videos verwendet. Bibi's Beauty Palace auch, Shireen David, glaube ich sogar. Okay. Und die haben es halt immer so als Hintergrundmusik dann verwendet. Und dann kam es halt über Shazam und die Leute wollten dann wissen, welches Lied das ist. Und dann sind die halt dann auf das Lied gekommen oder auf meinen YouTube-Kanal, iTunes. Und so hat es dann Streams generiert und auch ein paar iTunes-Verkäufe. Und ich glaube aber, nee, es ist nicht gechartet und es kam auch noch kein Label auf mich zu. Okay. Das war da noch nicht. Aber dann kam ja gleich als nächstes, wenn ich das richtig in der Chronologie auch sehe oder so, beziehungsweise von deinen Veröffentlichungen kam nicht gleich das Ding mit Nico? Nee. Es ist so ein bisschen, in Anführungszeichen, schwammig in meiner Diskografie. Erstmal kam Real Stars, kam da. Und das war nämlich dann irgendwie so die erste Single von meinem Album, was später gekommen ist. Genau. Und dann kam noch Fly Away, das kam dann so mit dem Album. Und genau, das Album kam dann Juli 2015. Und Ende 2015 kam dann mit Nico die Single. Okay. Genau. Auf jeden Fall, also ich kannte gar nicht alle Tracks von dir, muss ich zugeben. Ne? Warst ja auch schon fleißig. Und dann habe ich mich natürlich für dieses Interview bzw. für unseren Talk auch ein bisschen vorbereitet und denke so, okay, war doch ein fleißiges Bienchen, ne? War gar nicht so One-Hit-Wonder. nee, mach schon konkret. Und cooles Zeug. Ne? Und man merkt aber echt ganz toll, man merkt diese Entwicklung. Das hast du sicherlich auch selber gemerkt in den Tracks und so. Richtig klasse. Und ja, deswegen sitzen wir natürlich heute hier, damit die anderen auch da ein bisschen was von lernen können heute. Was wollte ich denn sagen? Ich muss mal auf meinem Spickzettel nochmal gucken. Wir können natürlich jetzt nicht alle Tracks hier vorspielen, die du gemacht hast. Das wird auch ein bisschen in den Rahmen sprengen. Aber dann kam ja irgendwann Breaking Me. Und damit bist du quasi in den Pop-Olymp aufgestiegen, oder? Damit ist ja quasi BAM alles, oder? Ja, das war dann nochmal 4 Jahre weiter, nachdem dann Home mit Nico kam, kam dann fast am selben Tag kam dann Breaking Me, 4 Jahre später. Okay. Und genau, das Ding ist dann wirklich international auch richtig durch die Decke gegangen. Und da gab es auch schon die erste Frage, wie ist die Nummer entstanden? Die können wir einfach jetzt schon mal reinwerfen, glaube ich, wie die Breaking Me eigentlich entstanden ist. Die war ganz, warte mal, wie war das nochmal? Genau? Du musst jetzt immer die gleiche Geschichte erzählen, ja? Nee, ich bin ja immer in Songwriting-Sessions gegangen über die ganzen letzten Jahre. Ja. Meistens Schweden oder in Amerika oder auch ab und zu mal in London. Und ja, der Song kam halt ganz normal irgendwie ins Studio gegangen mit A7S unter anderem. Ja. Und dort einfach angefangen zu jammen. Und so kam halt dann die erste Idee irgendwie und dann lag der Song erstmal, die Idee erstmal ein paar Monate rum. Und dann hat man sich nochmal im Studio getroffen und irgendwie das Projekt aufgemacht und wir fanden halt irgendwie, ist doch gar nicht so schlecht, oder was? Da ist irgendwas Krasses und dann haben wir den fertig gemacht.
Aber keiner hat natürlich gedacht irgendwie, dass da sowas raus passieren kann, ne? Man denkt ja immer irgendwie doch, ne? Ja, ist eine geile Nummer so, ne? Also Ja, irgendwie ist das genau. ja bei jeder, ne? Aber dass Ja. das so abgeht, ja, ich glaube, das Nee. kann keiner voraussagen, sowas, ne? Also schon gar Nee, nicht in der nee. heutigen Zeit. Da habt ihr auf jeden Fall Nee. Hammer-Track abgeliefert. Also ich finde es ja faszinierend bei der Danke. Nummer. Ich finde es faszinierend, weil du kannst sie noch 100 Mal hören und es gibt ja viele, es gibt ja manche Tracks, wo du sagst, boah, echt, ne? Mach aus, ne? Aber die Nummer, jedes Mal, wenn die trotzdem, auch wenn ich die schon 100 Mal gehört habe, mach's immer wieder lauter. Es gibt Das wenig Nummern, die so sind halt. Und das liegt natürlich an vielen Faktoren. Ich glaube, wie der produziert ist, auch seine Stimme natürlich, die Melodie sowieso, aber ist halt keine nervige Nummer, ne? Dankeschön. Das freut mich so. Ja, aber kennst du das sicherlich auch, wo du denkst so, Ja, voll, klar. Ja. du kannst sie sogar noch selber hören, weil du musst sie ja immer spielen. Dazu kommen wir natürlich gleich auch nochmal. Ja. Social Media ist natürlich dann auch für dich immer, ist ja so Segen und Fluch gleichzeitig. In deinem Fall war es natürlich ein Segen, ne? Also du hast Social Media ja sehr, sehr viel zu verdanken. Und darüber ist es ja nun mal alles auch gekommen. Du bist ja Producer und Songwriter und DJ mittlerweile. Es gab ja dann, also du hast am Anfang gesagt, du wolltest eine Musik produzieren. Genau, ja. Und wahrscheinlich kam das DJing dann durch diese Produktion halt dazu, dass dann auch die Anfrage kam, oder war DJ auch im Kopf für dich schon mal, wo du sagst, ey, da will ich auch machen, DJ? Nee, gar nicht. Also, wenn man jetzt meinen ersten Track Light It Up hört, der war ja schon sehr so EDM-ish, sage Genau. ich jetzt mal. Durch den Und Sound irgendwie, der so ein bisschen quietschig auch schon ist, ne? genau. Aber wo ich das produziert habe und veröffentlicht habe, habe ich halt gar nicht dran gedacht, dass ich irgendwie DJ werde. Also, es war gar nicht in meinem Kopf ansatzweise. Und ja, das kam dann halt irgendwie mit der Zeit, dass dann immer mehr gefragt haben, ey, eigentlich musst du auch mal auflegen und so. Aber ich stand halt original bis zu dem Zeitpunkt noch nie vom DJ-Pult und musste mir es dann halt wirklich nochmal komplett aneignen. Und ich glaube, die ersten Gigs, die ich gespielt habe, waren auch alle eher nicht so gut. Also nicht so, ja, okay. Alles klar, aber mittlerweile Ja. fühlst du dich wohl dabei. Ja, mittlerweile, so seit 1, 2 Jahren, würde ich sagen, fühle ich mich wohl Also, damit. wenn ich dich Ja. fragen würde, du musst dich entscheiden, Producer oder DJ, ist die Entscheidung einfach, oder? Ja, wahrscheinlich eher Producer. Ja. Ja. Also dann ist dir das regelmäßige Auflegen ist zwar interessant, aber nicht das Allerwichtigste, was du haben musst, denn. Ja, also es wäre natürlich schade, wenn ich mich entscheiden müsste, weil nur Producer sein, finde ich auch irgendwie nicht so geil. Also da macht das Auflegen schon Spaß. Gerade wenn du halt irgendwie neue Tracks produzierst, die du dann live spielst, ist natürlich schon immer eine geile Sache. Kriegst du ein bisschen Gänsehaut bestimmt, oder? Aber ja. Aber jetzt nur DJ sein, finde ich, glaube ich, also das ging, glaube ich, gar nicht. Finde ich, glaube ich, viel zu, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich muss meine eigenen Songs haben Aber das beim ist doch Auflegen. eigentlich das Tolle, wenn du unmittelbar eine Reaktion darauf kriegst. Im Radio kriegst du ja kein Genau, Feedback, ja. ne? Also, ja, du siehst, ja, okay. 1000, 100.000 Millionen Plays, ne? Aber man sieht nicht, wie Ja. die Leute darauf reagieren oder abgehen und feiern. Du bist im Club, ich habe ja auch Videos von dir gesehen, du bist selber am Feiern, du merkst natürlich, das kommt dann rüber, die Leute feiern, du siehst einfach, wie die dazu abgehen zu deinen Titeln. Ich glaube, es ist noch ein besonderer Moment dann auch als Producer. Das kann ja natürlich auch keiner nehmen, wenn du im Studio oder wenn du im Studio bist oder so, kann man halt nicht vergleichen. Oder wenn du vorm Radio das erste Mal deine Nummer hörst, ja. Toll. Aber auf einem Festival, wo 50.000 Leute hüpfen oder so, dann zu deinen Tracks, das ist schon eine ganz andere Nummer, glaube ich. Voll, ja, das stimmt. Kriegst du noch Gänsehaut dabei? Ja, also gerade bei den eigenen Tracks ist es immer noch sehr, sehr krass, ja. Gibt es Tracks, du hast vorhin gesagt, du hast ja auch viele, gerade die Anfänge. Gibt es denn noch Tracks, wo du sagen würdest, also gibt es Tracks, die veröffentlicht sind, wo du heute sagen würdest, mit dem Wissen von heute, das hätte ich auch lassen können? Oder stehst du einfach zu allem Sachen, was du damals gemacht hast? Ich meine, das ist eine Entwicklung halt, ne? Ja, also natürlich, wenn ich jetzt so mein erstes Album höre, fühle
würde ich auf jeden Fall schon sagen, dass da so ein paar Sachen drauf sind, die hätten nicht sein müssen. Ja. Vor allem, das war halt so komisch, weil wir haben halt gesagt, wir machen 15 Songs und dann waren halt so kurz vor Abgabe nur 12 fertig. Und dann habe ich halt wirklich so drei einfach so ganz schnell einfach in Anführungszeichen hinrotzen müssen. Okay. Und da hört man halt, also drei Songs darauf sind halt wirklich so, wo man sich denkt, so, was soll das eigentlich? Jetzt auch weglassen können, meinst du? Genau, Denn lieber 12 vernünftige oder ja. 8 oder wie auch immer. Na, okay. Wir müssen jetzt keine Namen nennen, halt, oder also Tracknamen nennen. Aber es gibt Nee, auch nee. sowas bei dir und ich finde das auch schön, das ist auch menschlich, weil am Ende. Du machst ja, nicht immer wird das ja der Perfekte halt, aber man, du hast natürlich auch bei so einem Album immer die Möglichkeit, sich auch ein bisschen auszutoben. Nicht immer muss man die Chartbrille aufsetzen, vielleicht. Ist das bei dir dann auch so, dass du manchmal sagst, ja, ich habe sechs super Tracks und jetzt mache ich mir noch zwei, wo ich einfach mal andere Wege gehen möchte, weil ich einfach mal was anderes ausprobieren möchte? Ja, das ist halt schon cool, wenn man ein Album macht. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf, einfach irgendwie Na los. 16, 17 Tracks zu machen, wo halt nicht alles irgendwie kommerziell sein muss. Aber momentan ist halt einfach so dieses, wie es jeder macht, halt einfach dieses Single-Ding irgendwie. Ja. Aber ich denke, irgendwann, vielleicht nächstes, übernächstes Jahr, werde ich dann auf jeden Fall schon mal wieder ein Album machen. Habe ich schon hart Okay. Bock drauf. Dann, bevor wir gleich mal in deine DAW schauen, auch, du kommst hier ursprünglich aus Solingen. Ne? Das ist nicht das Solingen, was bei mir hier um die Ecke ist. Das habe ich dann auch gemerkt. Ich dachte, ich komme mal eben bei dir vorbei. Bist aber auch gar nicht mehr, denn du bist ja jetzt in der Sonne gezogen. Ne? Genau. Normalerweise zieht man ja, also zieht man ja, wenn man erfolgreich ist, nach Berlin oder München. Nö. Tobi hat gesagt, Nee. ich fahre gleich nach Dubai. Weil, was soll ich in Berlin, ist arschkalt, ne? Dubai ist warm. Ja, genau. Nee, Berlin wär mir wirklich viel zu kalt. Also Ja. generell aus Deutschland weg wollte ich eigentlich schon immer. Okay. Und ich war Anfang des Jahres zufällig hier in Dubai für eine Woche gewesen und mir hat es echt mega gut gefallen. Und ja, Das hat dann dich so einfach geflasht, gesagt, dass du gesagt okay, hast, da muss ich hin. Und das ganze Jahr am ab und besten. daher. Wohnst du jetzt direkt neben dem Genau. Flughafen? Ja, 20 Minuten vom Flughafen Okay, entfernt. das geht ja. Das ist dann ja auch so gar nicht so schlecht, ne? Ja, das muss man auch sagen. Also hier ist Emirates, die Fluglinie und wie es gelegen ist, man kommt echt auf die ganze Welt irgendwie mit einem Flug hin. Das ist schon ganz geil. Auch Australien ist selbst halt relativ nah, also Ist relativ. eigentlich so Ja, geografisch gar nicht so schlecht gelegen dann, ne? schon. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass die Zuschauer schon mal so ein bisschen dich auch von der anderen, also deine Musik kennen sie ja, ne? So mal ein bisschen anders kennengelernt haben und ich da noch ein paar Fragen stellen konnte. Wir gucken, bevor wir gucken gleich nochmal, was wir stellen können, an Fragen stellen können, was dann in den Q&A drin ist. Was wollte ich sagen? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Okay, bevor wir aber dazu kommen, wollen wir natürlich noch ein paar andere Sachen uns anschauen. Beziehungsweise will ich jetzt nicht Fragen vorwegnehmen. Wir haben so ein bisschen Struktur, wollen wir uns ein bisschen in deiner DAW angucken. Deswegen seid mir nicht böse, wenn eure Frage nicht gleich sofort drankommt. Ich habe mir eigentlich alle Fragen auch was zur DAW notiert. Habe ich mir ein Zeichen gesetzt irgendwie. Da gucken wir natürlich gleich noch rein. Wenn wir nämlich in der Stelle sind in der DAW, dann stellen wir die passenden Fragen. Dann müssen wir das nicht nochmal wiederholen. Also seid nicht beunruhigt. Ich habe mir quasi alles hier schon mal bereitgelegt nebenbei, sodass hier auch nichts vergessen geht. Also, wenn man, lass uns doch mal so chronologisch da vorgehen. Also, wenn wir natürlich einen Track in der DAW machen, das Allerwichtigste, ne, und da gab es aber auch schon Fragen, geht es ja um das Songwriting. Das hast du vorhin schon erwähnt, dass du in so Writing-Camps bist. Das hilft, glaube ich, ungemein. Ich kenne viele, die das auch mittlerweile machen, auch gerade wenn man noch nicht so der Songschreiber ist. Es sind ja auch viele Musiker und andere und Sänger, mit denen man was zusammen kreierst. Bevor du, also wenn du denn da hingehst, ist das so dein Prozess halt, dass du ja beim Songschreiben, da machst du erstmal alles fertig, machst du das auch mit der Gitarre oder machst du schon irgendwelche Beats davor vor Ort fertig oder wie entsteht sowas, wenn du bei so einem Camp bist? Ja, ist immer unterschiedlich. Also ich bin schon gerne mal ein bisschen vorbereitet, dass ich halt irgendwie so grobe Instrumentals habe, Mhm.
auch wenn es manchmal nur Akkorde sind mit ein paar Sounds drin. Okay. Aber es kommt auch schon mal vor, dass man dann sagt, ey, lass es einfach auf Gitarre anfangen oder auf Akustik, Piano einfach wirklich. Und funktioniert beides gleich gut oder gleich schlecht. Okay. Ja, ich persönlich mag es eigentlich immer, wenn, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du natürlich einen Song, der auf einer Gitarre gespielt ist, wenn einer die Akkorde dazu schrammelt und so und das da drauf ist. Ne? Ich denke immer, dass ein Track, der auf einer Gitarre gut kommt, ne, der kann, also wenn der richtig gut kommt auf einer Gitarre, dann kann der auf einem anderen Playback gar nicht mehr schlecht sein. Dann muss man es schon fast irgendwie, ja, verkacken, sag ich mal. Ne? Man Ja, hört das eigentlich dann schon, oder? es gibt ja, also man sagt es halt immer, ne? Irgendwie, wenn man einen Song auch fertig produziert hat, dass man sagt, ey, leg einfach mal nur ein Piano drunter, wenn es immer noch geil klingt, dann ist der Song auch wirklich gut. Da ist auch Genau. viel dran, auf jeden Fall, ja. Das merkt man eigentlich bei deinen Songs auch. Das wollte ich eigentlich jetzt später sagen, aber das ist jetzt eigentlich das passende Thema. Ich merke, wenn ich mir die ganzen, ich habe mir heute natürlich ein bisschen mehr da angehört auch. Und da merke ich schon, man hat immer das Gefühl, wir werden es in der DAW sicherlich sehen, ja, da ist nicht viel drinne. Also wahrscheinlich wird da mehr drin sein, als wir denken. Aber du bist da auch immer sehr, sag ich mal, das ist, klingt bei dir nicht so richtig überladen. Also du wählst deine Sounds schon sehr genau aus und achtest drauf, was da reinkommt, habe ich das Gefühl. Ich glaube ja, also manchmal, also ich bin auch nicht so, in der Regel nicht so der krasse Perfektionist, dass ich halt so ultra lange an einem Song irgendwie schraube und viel reinpacke. Also es ist auch jetzt erst über die Jahre so geworden, weil früher war ich schon so, dass ich halt irgendwie Sachen so überproduziert habe und einfach alles vollgepackt habe, weil ich dachte halt, je mehr, desto besser. Aber über die Jahre habe ich dann schon manchmal gemerkt, dass es halt irgendwie, wenn man dann manchmal bei V12 ist oder so und dann auf sich V2 oder V3 nochmal anhört und sich denkt so, okay, eigentlich war es da schon gut. Okay, also du meinst sicherlich mit Version 12, ne? Dann, Genau, ne? ja. Also wir sind ja alle Musiker, die jetzt hier sind. Ne? Also das ist natürlich damit gemeint und V12, also wow, so weit beschriftest du schon. Und normalerweise kommt ja dann immer noch bei V12 und dann kommt Final. Und dann kommt Final 2, 3, dann kommt Final Master, Final, Final. Ja, Mann. Ja, so ungefähr, ne? Ja, Dann kennst du auch voll. alles. Also, damit ihr auch wisst, aktuell, du baust ja gerade ein Studio in Dubai, das ist noch nicht ganz fertig, ne? Das heißt, wir haben vorhin schon einen kleinen Test gemacht, da hatten wir gedacht, der Tobi sitzt neben den Niagara-Fällen, ne? Aber er hat einen Weg gefunden, seinen Laptop zu kühlen. Weißt du? Also, der Laptop steht jetzt gerade, wo er drauf ist, steht auf drei, was sind das? Drei Kühlpacks. Auf Kühlpacks, Also, genau. kleiner Tipp nochmal von Tobi an dieser Stelle. Wenn der Ding zu heiß wird, liegt einfach, hat er mir auch erzählt, Kühlpacks drunter. Und ihr hört, er rauscht bisher nicht. Ne? Also, könnte sich gleich ändern, wenn wir Logic starten bei ihm. Dann könnte es durchaus sein, dass es dann wieder ein bisschen lauter wird. Ne? Also, nicht Du musst wundern, wenn vielleicht es. einmal kurz die Kühlpacks tauschen gehen, Ja, dann genau. geht's Also, wieder. du hast ja schon, wie gesagt, deine, da können wir uns ja gerne mal dann auch gleich reingehen, deine DAW hast du ja schon aktiviert. Du könntest sonst mal auf den richtigen Screen bei dir so mal switchen auf die DAW. Welches Projekt soll ich denn aufmachen? Ja, was wollt ihr denn? Also, ich glaube, die meisten möchten natürlich gerne wissen, wie hast du denn, ja, ich meine, aber eigentlich hast du ja schon mal ein Video gezeigt, glaube ich, von Breaking Me, ne? Ja, hatte ich schon mal gezeigt. Hast du schon mal gezeigt, ne? Also haut doch mal in die Tasten schnell rein. Welches Projekt wollt ihr jetzt hier von Tobi hören, von Topic? Was soll er euch direkt zeigen? Also klimpert jetzt mal schnell in die Tasten jetzt hier. Ihr müsst natürlich ein bisschen gedulden. Wir haben ja auf manchen Kanälen bis zu 30 oder 20 Sekunden Verzögerung bei YouTube, bis alle das reingetickert haben. Also vor allen Dingen, bis sie das gehört haben, dass ich das gesagt habe. Und dann schauen wir mal eben rein, welches Projekt die denn am meisten sich wünschen. So, ich Alright. sehe hier schon, ja, Breaking Me ist klar, 9 p.m., ja. Love You Baby als Extended. Also Ja, vielleicht. haut rein in die Tasten jetzt hier und dann schauen wir mal, was der Tobi uns zeigen kann.
Sag mal, wie ist das überhaupt entstanden mit der ATB, mit der 9PM? Wie ist denn das überhaupt? Your Love? Kam die Idee von dir? Nee, es kam tatsächlich von ATB, vom André. Okay. Der hatte irgendwie die Idee gehabt, da was zu machen. Und er hat dann einen gemeinsamen Freund oder Videografen angehauen und hat dann gefragt, ob der irgendwie mir Kontakt herstellen kann. Ja, haben wir Nummern irgendwie ausgetauscht und uns ein paar Tage später einfach direkt im Studio getroffen, weil er wohnt ja in Bochum und ich habe damals noch in Solingen gewohnt. Ja. Und dann ja, bin ich einfach mal kurz rübergefahren. Wir waren sofort irgendwie auf einer Wellenlänge und hatten sofort, ich sag mal, die gleiche Vision von dem Song. Okay. Und dann war, also es ging echt so krass schnell. Dann habe ich irgendwie eine Version gebaut vom Instrumental. Bin dann mit A7S zusammen, das war im Lockdown, in eine Zoom-Session gegangen und wir haben dann so ein paar Melodien gemacht und ein grobes Songstruktur. Dann habe ich mich mit André nochmal getroffen, wir haben dann die Sachen ausgewählt, dann A7S Text geschrieben, das aufgenommen, zurückgeschickt, dann habe ich eine Version nochmal davon produziert, die Stem zu André geschickt, André mir zurück, dann habe ich das nochmal fertig gemacht und ja, das war dann wirklich, also es gab nur so drei Versionen und dann war das Ding fertig. Und dann war es das. Ja, sehr interessant. Also sieht auch so aus, als wenn das so der Favorit ist, dass Your Love gezeigt werden soll. Ja, dann hat es ja schon mal Laden. Genau. Ja, sehr interessant. War Rudi auch dabei? Rudi war natürlich auch dabei. Ja, selbstverständlich. Ja, ja. Ja, siehst du. Ja, das hat bestimmt Spaß gemacht. Ja, das versuche ich ja schon die ganze Zeit, auch André hier mal herzubekommen. Vielleicht kannst du mal ein gutes Wort bei ihm einlegen. Mach ich. Er ist zeitlich auch immer sehr eingeschränkt, wollen wir mal so sagen. Ne? Okay. Du ja, ja auch. Aber schön, dass du dir die Zeit auch heute genommen hast. So. Sehr gerne. Dann hast du schon geladen. Dauert ein bisschen halt, ne? Ja, oder? Es lädt gerade. Es lädt noch. Keine Sorge, kriegen wir aber hin. So, und dann schauen wir uns gleich mal an. Währenddessen, ich gucke mal in meinen Fragen, was ich da so markiert habe. 16 Fragen habe ich hier noch markiert, mein lieber Mann. Da war auch so eine Frage drin gewesen, die ich auch echt so, ja, das habe ich auch bei mir aufgeschrieben. Die steht hier auch gerade noch irgendwo. Und zwar ging es, weil das gar nicht so einfach ist, es geht um Gesang. Vielleicht kannst du mal was dazu sagen. Und zwar, ich hole einfach mal diese Frage mit auf die Bühne hier. Und zwar, ja, das ist aber groß jetzt. Ich mache das mal ein bisschen kleiner. So. Mal ganz cool. Ich lese dir das aber gerne vor, falls das bei dir nicht groß genug angezeigt wird. Bist du aber noch am Laden oder was? Ja, ich habe gerade ein bisschen Probleme mit dem Interface. Der lädt die Universal Audio Plugins nicht. Das hat eben noch geklappt. Ja, als wir getestet haben, hat das alles ganz gut geklappt, ne? Ja. Ja. Versuch noch mal, vielleicht hat er sich da irgendwie ein bisschen verschluckt. Nicht, dass du noch die falsche Soundkarte drin hast. Wir haben vorhin noch dafür schon was rumgefummelt, ne? Er müsste eigentlich die richtige sein. Soll ich dir trotzdem mal die Frage nebenbei schon stellen? Ja, gerne. Ja? Wie komme ich an richtig gute Sänger ran? Ich arbeite mit Sound Better, wo die Sänger bezahlt werden müssen. Die sind aber mittelmäßig gut. Was ist ein guter Gameplan hier? Reicht es mit normal guten? Ich glaube, Instagram ist eigentlich echt da ein sehr guter Platz für. Also mein allererstes Album 2015 habe ich tatsächlich mit jemandem zusammen viel geschrieben, der auch viele Tracks darauf gesungen hat, den ich über Instagram gefunden habe. Einfach der hat ein Cover hochgeladen. Ja. Und den hat sich dann angeschrieben. Ich fand, der hat so eine coole Stimme. Der hat in Amerika gewohnt, in Miami. Mhm. Und wir haben dann irgendwie ein bisschen geschrieben hin und her. Und dann meinte ich zu ihm, ey, ich mache ein Album, hast du Bock da voll mitzuwirken? Er fand es dann auch cool und ja, dann hat man angefangen zu arbeiten. Also
Da würde ich mal checken, weil es gibt halt so viele Leute, die Cover hochstellen und dann hat man ja selber einfach so viel Auswahl und kann da checken, welche Stimme man am coolsten findet. Und mittlerweile auch TikTok, glaube ich. Ich habe auf TikTok sind sehr, sehr viele Sänger eigentlich. Okay, ja, also das auf jeden Fall, das nochmal als Tipp von Tobi dann. Das heißt, guckt ruhig auf den Social Medias, wo Sänger schon sind, fasse ich das mal zusammen, wo Sänger sind, die ja schon aktiv sind, die aber auch ja noch nicht so erfolgreich sind, denn die nutzen das ja auch, um sich, genau, ja. Um sich irgendwie ja zu präsentieren. Ne? Und dann ist vielleicht die Möglichkeit da, ja, die auch direkt anzusprechen. Die Chance ist meistens ganz gut. Wenn denen euer Playback gefällt, dann wahrscheinlich noch umso mehr, ne? Ja, aber hattest absolut. Du, als du das gemacht hast, schon so den so einen Namen beziehungsweise oder eine, sag ich mal, mehr oder weniger eine große Anzahl an Follower, dass ihm das auch über dann irgendwie dazu, sag ich mal, ja, mehr motiviert hat, da auch mitzumachen? Ja, ich hatte meinen Track Light It Up schon released. Okay. Also einen Song hatte ich ja draußen und der hatte damals auch dann schon so ein paar hunderttausend Aufrufe. Also, okay. Das hat natürlich geholfen bei der Überzeugung. Das hat geholfen bei Überzeugung mitzumachen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn man gute Playbacks hat, gute Beats, dass man da trotzdem an Leute rankommen kann. Ja. Wie hast du dir die ganzen wie hast du dir die ganzen Kenntnisse zur Musikproduktion angeeignet? Viel auf YouTube. Also beziehungsweise ganz am Anfang war es halt wirklich, ich habe 2007 angefangen und da gab es, ich glaube YouTube gab es da schon, aber so Tutorials oder so gab es da damals noch nicht. Und da war es halt echt am Anfang einfach rumprobieren. Und dann irgendwann mit der Zeit, ich glaube so ab 2011, 2012, da fing es dann an mit YouTube-Tutorials. Okay. Und da habe ich mir dann eigentlich alles angeeignet. Mach's immer noch, also ich gucke immer noch gerne Tutorials. Kann man immer noch lernen, ne? Ja, voll. Also, oder auf Instagram. Ich folge so vielen Seiten, die halt jeden Tag irgendwelche Produktionstipps posten. Okay. Und da kommt echt regelmäßig, lerne ich eigentlich immer noch was. Ja, also das ist ja auch, die Software entwickelt sich, die Technik entwickelt sich, die Höreigenschaften ändern sich, alles Mögliche. Ist eigentlich ja ein ständiges Lernen dabei, ne? Ja. Und ständig kommen mal irgendwelche neuen Plugins raus. Halt, ne? Ja, was war denn dein letztes Plugin, was du dir gekauft hast? Boah, muss ich mal kurz in die Liste eingehen. Es war gerade Black Friday. Also das ist der Tag für Produzenten oder diese Zeit für Produzenten, wo du deine Plugins alle für ein Zehntel bekommst. Ne? Das ist eigentlich total krass. Ne? Die ganze Jahr über verkaufen sie die irgendwie für, keine Ahnung, ich weiß, dass ich habe Plugins gekauft, die kosten normalerweise 1.300 Euro und ich habe 120 Euro dafür bezahlt. Ne? Krass. Also in dieser Phase jetzt Black Friday, unfassbar. Ich habe das letzte Plugin, was ich geholt habe, war Zeus 2. Okay, das kommt mir jetzt gerade nicht so bekannt vor. Ja, beziehungsweise ich hatte Zeus 1 schon vor ein paar Jahren, aber Zeus 2, das ist so ein... Wie kann man das nennen? So ein Was macht dynamischer. Ich zeig das gleich mal in der DAW. Okay, super, cool. Projekt hast du geöffnet? Ja. Ah, genau, da Projekt habe ich geöffnet. Schon. Guck mal, dann können wir doch mal rüber rumswitchen. Dann, ich glaube, eine Frage, gucken wir nochmal, was reinpasst hier. Also, das hatten wir jetzt, deine Musikkenntnisse. Nee, dann können wir dann mal direkt rüber switchen und gucken uns mal ein bisschen was in deiner DAW an. Und da ist er auch schon, ne? Da haben wir dein Logic-Projekt und da gibt es natürlich gleich noch jede Menge Fragen, auch gerade was, was Logic auch betrifft. Bevor wir da vielleicht loslegen, kannst du uns nochmal sagen, wenn wir darüber sprechen, hast du eigentlich auch mal andere DAWs ausprobiert außer Logic? Ich versuche schon seit längerer Zeit zu Ableton zu switchen, weil immer wenn ich mit Leuten im Studio bin, die mit Ableton arbeiten, finde ich es irgendwie viel schneller und cooler, aber ich bin zu faul dafür, ehrlich gesagt, weil immer wenn ich an Ableton dann bin und sage, ich ziehe das jetzt mal durch, drehe ich dann irgendwann durch, weil man ist dann halt so in Logic drin und man kennt halt einfach jede Funktion
Und meine Schwester dann, Ableton will das Einfachste ändern, man kriegt es einfach nicht hin. Manche Sachen, also du arbeitest ja sehr viel mit Vocals, wie man ja auch sieht. Und das ist halt in, also ne, aus, ich habe da mit vielen auch gesprochen, ne, also meistens arbeiten diejenigen, die mit Vocals auch viel oder was immer ein bisschen poppiger ist, habe ich immer das Gefühl, dass man doch mehr oder ja, da eher bei Logic ist. Man kann aber mit beidem alles machen. Man muss nur wissen, wo diese Funktion ist, glaube ich. Ja, ich glaube auch, ja. Also, wobei, also ich glaube, Vocals aufnehmen ist mit Logic, glaube ich, schon geiler, weil man diese Take-Funktionen hat. Das gibt es mittlerweile Ableton, in Ableton auch. Haben die es auch jetzt, ne? Yep. Stimmt. Ja, ja. Okay. Ja, aber das ist jetzt das Projekt und wenn wir uns das mal anschauen, sieht natürlich erstmal auch für alle da draußen völlig normal wie ein, wie ein Projekt aus. Wir haben da unten 56 Spuren. Das ist natürlich, die sind jetzt alle geöffnet, inklusive aller Vocalspuren und Harmoniespuren, so wie das für mich auf jeden Fall aussieht. Erstmal da unten. Das heißt, da hast du ja auch schon ordentlich geschnibbelt. Aber da würde natürlich erstmal die erste Frage auch schon, wenn ich so ein, wenn ich mir so ein Projekt von dir angucke, dann frage ich mich gleich, ist für dich so eine Sortierung besonders wichtig? Also man sieht ja schon farblich, okay, die Drums sehen irgendwie so hellblau aus, Bass sind jetzt grün und ja, also du hast das schon, ist das dir wichtig, dass du dann so eine richtige Sortierung hast und wonach gehst du? Ja, mittlerweile bin ich wirklich so, dass ich die Sachen immer sortiere und das halt auch farblich irgendwie mache. Weil es ist halt voll oft so, dass man irgendwie an einem Projekt arbeitet, wo man, hier geht es jetzt noch mit 56 Spuren, aber man ist auch irgendwie schnell mal bei 100, 150 Spuren. Und wenn die halt einfach alle irgendwie rumfliegen und man will nach 3, 4 Monaten was ändern, muss man erstmal 20 Minuten durchs Projekt gehen, um wieder klarzukommen, zu wissen, wo ist man eigentlich, ne? Und deswegen habe ich schon vor längerer Zeit angefangen, mir immer so, ich kann es mal zeigen, das in so Ordner zu packen. Okay, ja, so genau, Stapel oder Ordner, genau. Genau. Das ist praktisch, oder? Und das ist dann auch meistens so, ich sortiere die meistens so, wie ich die auch zum Stem Mastering schicken würde. Ich mache halt sehr, sehr häufig Stem Mastering und dann, genau, habe ich dann hier schon die Stems, wie ich sie dann halt rausbouncen würde auch. Okay, das hast du natürlich jetzt eine Frage, die eigentlich zum Schluss kommt, schon vorweggenommen, aber da können wir nachher trotzdem nochmal drauf eingehen, was bei dir denn wichtig ist, wo du denn darauf achtest. Das heißt aber, hier ist noch eine Frage von Neveo auch, also dann heißt das für dich aber, wenn du alles in Logic machst, du produzierst zu 100% in the box, oder? Also ohne Hardware. Er fragt zwar, hier steht, bei ihm steht zwar 99%, aber... Nee, also das Einzige, was hier Hardware ist, ist dieser Moog-Synthesizer hier. Das kam wirklich von draußen. Ah, okay, cool. Und cool. Natürlich Andres Gitarre, die ist auch von einem analogen Synthesizer. Ja, genau, es war so eine Uraltdose irgendwie von früher, glaube ich. Genau, ne? der hat wirklich, wie heißt das Ding nochmal? Kurzweil 2000. Der hat das dann auch echt wieder... Das ist doch der einzige Sound, der da drin, glaube ich, gut ist. Wahrscheinlich wirklich. Voll geil. Ja. Aber hat ja. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das Ding damals für ihn zu kaufen und den Sound zu nutzen. Voll, wir können es ja erstmal anmachen, damit man schon mal hört, wie es eigentlich bei dir, wenn es in so einem Projekt ist, wie es denn überhaupt auch, wie du es da drin gemacht hast. Mal gucken, ob wir Sound hören. Wir haben es ja vorhin ja mal konfiguriert. Vielleicht haben wir es auch wieder kaputt gemacht. Ja, warte. Ach, klingt immer noch wie vorhin. Has in every red light. I know I'm in over my head. A rebel and I don't hide. Remember all the words that you said. I can't be like mindestens. Even if the love was hurting, I'll be yours. I'll be yours again. I can feel the fire's burning. Give me more. So tell me what you feel, my love. Ja,
Fein. Also man hört ja eigentlich kaum einen Unterschied, wenn du gerade sagst, ja, Stem Mastering, du, Stem Mix halt, ne? Also das klingt ja trotzdem schon ganz ordentlich, ne? Also ja, ich habe beim Produzieren auch eigentlich immer schon, sieht man hier links, eine Masterkette irgendwie drauf. Ja. Weil ich es irgendwie besser finde, weil man halt irgendwie schon beim Produzieren hört, wie klingt das, wenn ein Limiter drauf ist, Multiband-Kompression und der ganze Kram. Da können wir gleich nochmal drauf gehen, aber lass uns doch mal einfach anfangen, wenn wir mal ganz oben anfangen. Also wenn wir jetzt bei deinen Drums zum Beispiel anfangen, so eine Kick, worauf achtest du denn da, wenn du jetzt zum Beispiel die Auswahl deiner Kicks, ich meine, ich habe mittlerweile mit ein paar Interviews geführt, wo mir die lieben Produzenten gebeichtet haben quasi, dass sie seit 30 Produktionen immer die gleiche Bassdrum nutzen. Ob das Purple Disc Machine war oder obere Sprecher, die tauschen ja. Die nicht. Wie ist es bei dir? Sagst du mir jetzt auch, ich nehme immer die gleiche, ich bin viel zu faul zum Suchen? Ja, ich habe schon so 2-3 Kicks, die ich schon häufiger verwendet habe. Ja. Allerdings bei dem Track sind es jetzt unterschiedliche. Und hier war jetzt auch das Ding, das ist das dritte Projekt, was es so 9PM gibt, weil ich hatte ja eben schon erwähnt, ja. André und ich haben uns das häufiger hin und her geschickt. Ja. Und ich glaube jetzt zum Beispiel hier, der Track BD1, also Bassdrum 1. Ja. Ich glaube, das ist eine Bassdrum von mir aus dem ersten Projekt, ja. Die ich so André geschickt hatte. Und da hat der André mir das zurückgeschickt mit einer neuen Kick von sich noch mit drin. Und da habe ich hier in dem finalen Projekt nochmal eine Kick drunter geleert. Okay, also so habt ihr eine gemeinschaftliche Kick gefunden. Das ist doch schön. Genau, ja. Worauf achtest du, wenn du dir die Kick aussuchst? Wo kommt die ursprünglich her? Sind das Samples? Nutzt du für die Drums auch Splice oder irgendwas? Ja, ich benutze meistens Splice und ja, jetzt gibt es ja die Diskussion mit den Tunen der Kicks, ne? Dass die Kick immer im Tune vom Song sein könnte, sollte. Deadmau5 sagt, ist der größte Quatsch. Aber echt, hat er gesagt? Ja, der hat in so einem Livestream mal gesagt, dass es der komplette Blödsinn wäre, dass man seine Kicks und Drums tunt. Keine Ahnung, also ich mach's manchmal und wenn ich halt, also auf Splice gibt's ja Millionen der Kicks und wenn ich da eine Kick suche, gebe ich dann schon immer den Key von dem Song einfach ein und finde dann halt auch was. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich, ich glaube, das ist ja nach Gefühl am Ende, ob es passt oder nicht. Und es gibt dann auch Kicks wahrscheinlich, die nicht in dem gleichen Key sind, aber halt trotzdem passen würden. Aber ich mach's einfach finde dann halt auch immer was in dem Key irgendwie. Ja, vielleicht ist das auch echt so eine Kopfsache, kann ja auch sein, wie auch immer. Aber ja. Aber ich glaube schon, also wenn du eine ziemlich lange Resonanz da hinten dran hast, dann wird die schon, ist das ein Ton und der ist zu hören. Und wenn der falsch ist, dann ist das auch nicht stimmig. Ich glaube, es kommt auch auf die Länge am Ende der Kick an, oder? Wenn die natürlich wirklich eine kurze Kick ist, dann kann da nicht so viel passieren, aber Ja, bei so einer kurzen Kick, das stimmt schon. Aber gerade wenn die so viel, echt so viel Volumen haben und relativ lang sind, wie du schon meintest, da kann das schon einen Unterschied machen, auf jeden Fall. Ja. So. Ich gucke gerade mal bei den Fragen hier. Da habe ich mir natürlich ein bisschen was bereitgelegt nochmal wieder. Ja, dann können wir ja gerne mal die Spuren, vielleicht machst du das einfach, wir können ja was dazuschalten immer, wenn wir einfach mal die 8 daneben, die da oben schon hängt, von 21 bis 37 oder so, oder von 29, dann hätten wir mal so ein Part, ne? Gehst du eigentlich bei der Produktion auch ein bisschen so vor? Fängst du vorne an direkt und arrangierst aus oder machst du dir, das kenne ich auch von vielen, also ich arbeite auch so, dass ich mir erstmal so 8 mache, wo alles drin ist. Wie arbeitest du da? Immer unterschiedlich eigentlich. Im Fall von 9PM war es erstmal so, dass ich den André hatte mir die Gitarren geschickt. Ich kann den mal abspielen hier. Das berühmte Riff. Genau, und dann habe ich dazu die Akkorde gemacht mit dem Moog-Synthesizer hier.
Und habe dann dazu ja, die Drums gebaut, eine Bassline gemacht hier. Ja, wir können doch einfach mal die Kanäle dazu schalten, oder? Wenn wir die Bassdrum einfach mal anmachen und so langsam ein bisschen was dazu packen. Das ja, jetzt wollen wir natürlich wissen, womit hast du denn den Bass gemacht? Jetzt haben wir auch diesen Sub-Bass, der noch so ein bisschen reinrutscht. Das wollen wir natürlich jetzt genau wissen hier. Ich glaube, ich muss mal das Projekt switchen. Okay. Dann gebe ich dir mal die Möglichkeit, mal eben zu switchen hier. Und dann schalte ich zurück. Ja, jetzt. Wie gesagt, hier gibt es so viele. Okay, alles kein Problem. Ich glaube, das war das erste, das ursprüngliche. Aber es war jetzt, das klang jetzt nicht so völlig fremd, oder hast du irgendwas gehört, wo du sagst gerade, wo du gedacht hast, das ist falsch, oder? Nee, das war gerade das Finale, aber das waren halt, das war das Projekt, wo ich Stamps André geschickt hatte, André dann noch was gemacht hat und mir Stamps zurückgeschickt hat. Okay. Und das, was ich jetzt aufmache, war die Ursprungsversion, die ich zu André geschickt hatte. Also quasi V1. Okay. Dann wird die nochmal ganz anders halt jetzt? Die klingt jetzt nochmal ein bisschen anders. Ja. Okay. Die ist nochmal viel ungemixter, aber da sind die ganzen Basslines auf jeden Fall drin. Okay, cool. Hoffe ich. Irgendjemand hat hier was gefragt zum Moog. Jetzt finde ich die Frage gar nicht wieder. Der Neveo, der ist auf jeden Fall ein sehr fleißiger Fragensteller. Aber auch alle anderen sind natürlich herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Ne? Ich schaue mir das natürlich an. Hier hat man die ganzen Basslayer. So, muss ich wieder umschalten? Okay. Ja. Ah ja. Ah, okay. So. Super. Hier ist ein Hive-Layer drin. Ziemlich cooles Plugin. Ja, den habe ich schon mal gesehen. Aber das darfst du gerne noch einmal alles detailliert zeigen. Ich glaube, es sind alle heiß drauf. Genau, das ist von, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Yuhi oder UHE. Ja. Die machen auch dieses Diva-Plugin. Das ist wahrscheinlich ein bisschen bekannter. Ja, Diva ist auch geil. Die Diva ist auch eine Diva, ne? Also wenn du das Ding aufmachst, da kannst genau einen Sound von abspielen. Also und dann war's das. Dann qualmt der Laptop wieder. Ja, ne? Definitiv. Kennst du auch, ne? Ja, hier ist eigentlich Kontakt, aber ich glaube. Ja, das geht nicht mehr, weil ich die Library, glaube ich, gelöscht habe. Dann hier haben wir Serum. Ja. Ist ein bisschen leiser, glaube ich, ne? Man hört das schon, ne? Jetzt kommt natürlich auch gerade, die Frage war eben schon da gewesen, man hört natürlich immer überall den Sidechain. Welchen Sidechain benutzt du denn da drauf? Ist der dauerhaft drauf? Ist das ein Plugin oder hast du das mit dem Kompressor direkt? Was nutzt du da? Ne, ich mach das immer hier mit Kickstart einfach. Ich benutze immer Kickstarter irgendwie, ja. Ja. Manchmal, wenn man detaillierter arbeiten muss, benutze ich hier LFO-Tool, weil man da die Kurve auch nochmal besser malen kann. Aber in der Regel reicht Kickstarter voll aus. Ist das immer, machst du das denn immer auf das, ich weiß gar nicht, bei der Kickstarter kannst du immer nur die gesamte nehmen oder kannst du auch einen bestimmten Frequenzbereich nur sagen? Nee, nur das gesamte. Okay, nur das gesamte. Da gibt es von Killsworth irgendwie auch einen, ich glaube diesen Sidechain heißt ja auch direkt und da kannst du direkt auswählen, ob du es im Low oder im High auch machen willst. Das ist natürlich manchmal gar nicht schlecht. Ja. Wenn du den Oberton noch behalten möchtest und nur die Tiefen schneiden möchtest. Ne? Aber in dem Fall möchtest du ja bewusst, so wie das klingt, willst du alles, damit du diese Bewegung hast. Ich hätte fast gedacht, also es klingt... Hiermit ginge das auch theoretisch, ne? Also mit Multiband-Kompressor. Hm? Dass man dann einfach hier unten den Bereich macht. Ja. Aber ja, ich mache es einfach mal mit Kickstarter. Also der Sound klingt auf jeden Fall, also ich hätte fast gedacht, wie ich diesen Off-Sound und diesen Side-Jangle, das kenne ich doch halt, ne? Das klingt wie aus einem Nexus-Plug, aus einem Nexus. Also die Arbeit hättest du nicht machen müssen, ne? Ist das schon drin. Nein, aber du machst dir die Arbeit halt, ne? Man sieht hier schön, dass du das alles selber machst, ne? Ja. Und dann, häufig ist das so, dass du... Wir rechnen haben ja auch gerade über CPU und so weiter.
wenn du sagst, das ist final, dann machst du dir deinen eigenen Stem da draus, wo du dann sagst, okay, dann nutze ich nur noch das Audio? Nee, eigentlich nicht. Es war jetzt hier in dem Fall nur so, weil ich dann André die Sachen geschickt hatte, weil er dann von der Version weiterarbeiten wollte. Und er hat dann nochmal sehr viele Sachen dazu gemacht und er hat mir dann seine Stems nochmal zurückgeschickt. Und die waren halt in dem anderen Projekt gerade eben gewesen. Das finale Projekt. Er fragt gerade, der Christian fragt, wenn ihr sowas tauscht, wie macht man sowas? Per Mail, also wahrscheinlich eher per Dropbox oder so, ne? Ja, genau. Da packt man einfach das Projekt rein und dann sieht derjenige auch gleich, wenn es ausgetauscht wurde oder wenn was Neues ist, ne? Ich glaube, Dropbox ist da die bessere Lösung, glaube ich, als E-Mail. Ja, ja. Also ich glaube, das ist auch zu groß per E-Mail, ne? Genau, mittlerweile gibt es ja bei Pine, ja? Auch einen Professional-Plan mit Unlimited Space, ne? Gut zu wissen. Müssen wir beide nochmal sprechen, glaube ich. Ich muss dich da auch nochmal instruieren, glaube ich. Und mal gucken, was wir da machen können, ne? Also, Gerne. Ja, was ich immer mache, auf jeden Fall, um hier auf den Bass nochmal zu kommen. Genau. Ich hatte halt hier 4 Layer und die packe ich dann immer nochmal hier in eine Gruppe und mache dann nochmal eine Gruppenbearbeitung. Das macht immer sehr viel. Also heißt, du bearbeitest deine einzelnen Kanäle alle einzeln erstmal. Also du machst EQing pro Kanal, das hat man ja schon gesehen. Du machst für jeden Kanal EQing und dann machst du zusätzlich nochmal in der Gruppe, also hast du denn auch einen Summkompressor drauf, damit du das Ganze nochmal, alles, was da drin ist zum Beispiel, nochmal ein bisschen zusammenklebst oder wie arbeitest du? Nee, habe ich jetzt hier nicht, aber ich habe halt hier Saturation drauf, das klebt ja die Sachen auch schon mal nochmal ein bisschen zusammen manchmal. Okay. Ja, aber ein bisschen ist da ja schon drauf, was man so sieht. Falls ihr übrigens das nicht so gut erkennen könnt, dann seid ihr wahrscheinlich auf Facebook unterwegs. Ne? Ich kann euch jetzt nur noch mal empfehlen, direkt auf Twitch oder auf YouTube zu switchen. Wir senden natürlich in HD und darauf könnt ihr das natürlich viel besser erkennen, auf YouTube und Twitch als auf Facebook. Ja, das heißt, da bist du natürlich bei und hast dann das, wie du gerade gesagt hast, hast du das nochmal zusammengelegt in Gruppen. Wir können ja mal gerne nochmal schauen, was du denn noch dazu gepackt hast. Ich habe da irgendwie gesehen, das ist ja der Moog-Sound irgendwie, da laufen irgendwie. Genau, der läuft hier die ganze Zeit eigentlich mit. Der ist halt auch analog aufgenommen. Hier habe ich dann halt auch mit dem Cutoff gespielt. Und das nehme ich dann mal richtig auf und es macht dann auch Bock irgendwie. Ist dann halt was anderes, als Automationen einzuzeichnen, wenn man dann wirklich einen Synthesizer da hat und dann parallel zum Track einfach die Automation quasi in echt aufnimmt. Ach, das machst du dann trotzdem auch noch. Das ist halt dann doch wieder ein anderer Workflow, eine andere Arbeitsweise. Irgendwie. Das wollte ich dich vorhin schon fragen. Ich meine, du kommst ja aus einer Generation, die das alles in der Box gelernt hat. Ne? Also die ja eigentlich, wenn du bist ja auch unterwegs und wenn du in ein Studio reinkommst und da steht irgendwie so eine 120-Channel-Konsole, denkst du wahrscheinlich auch so, ja, ne? Schon geil, ne? Würdest du das dann auch gerne haben wollen? Ich glaube, ich wüsste gar nicht, wie man damit arbeitet, so Workflow-mäßig. Ich würde damit gar nicht klarkommen, glaube ich, mit so einem fetten Ding. Also bei mir einfach ein Laptop-Ständer. Ja, also man muss es anscheinend ja auch nicht haben. Das Einzige, was mich halt, mich persönlich immer, weil ich ja nun mal die alte Schule habe, irgendwie mich immer abschreckt, ist so alles in meiner Maus zu machen. Also gerade Panorama, was ich denn vermisse, deswegen habe ich mir so ein Softtube geholt, dass du halt so das gegeneinander drehen kannst, ne? Dass du einfach gucken kannst. Also du drehst jetzt eine, hast jetzt einen Shaker oder irgendeinen Sound, den drehst du ein bisschen auf 3 Uhr und dass du es besser hören kannst, als mit dem Finger ist es immer, oder du drehst Sachen gegeneinander, ne? Habe ich immer das Gefühl, dass das denn besser ist. Mit der Maus kannst du ja immer nur ein Signal zur Zeit bearbeiten. Stimmt, ja, hast du recht. Ja. Aber, aber ich meine, was soll jetzt, sehe ich dir? Ich meine, du hast uns hast uns ja schon oft genug gezeigt mit deinen Hits, dass das alles unnötig ist. Also von daher, alles richtig gemacht, ne?
Naja, es ist halt immer wie jeder halt am liebsten arbeitet. Ne? Ja. Du musst dich auch wohlfühlen dabei, ne? wenn du das machst. Ja, ja. Können wir die Plugins auf der Gruppe einzeln sehen? Da war nochmal eine Frage. Ja? Claro. Von der Bassgruppe nehmen wir die einfach dann nochmal. Genau. Ne? Der Bassgruppe. Also gehen wir die einfach mal kurz durch. Also, das sind die Sachen, die die Leute interessieren. Was du tatsächlich drauf hast, die einzelnen Plugins, die du nutzt. So, ne? Ja, genau. Ich habe hier bei der Bassgruppe ein bisschen EQ was weggenommen. Dann mit den EQ, ich weiß nicht mehr, warum ich was gemacht habe. Das war einfach Aus dem Reflex raus. Ne? Dann Saturation, habe ich hier dieses geile Preset, dieses Deep Analog Bass. Läuft immer, meinst du? Der bringt immer was. Du kannst das ja mal ausmachen. Ab. Genau, jetzt ist ohne. Ja. Also hört man schon einen guten Unterschied. Absolut. Ja, dann hier. Achso, hier ist Low Cut. Ich glaube, das ist nur für die für Automation später. Das ist ein ziemlich geiles Plugin. Es gibt nochmal so einen analogen Touch dazu. Ich spiele es auch mal ohne ab. Ja, es gibt halt Drive nochmal. Ja. Ja, und der Kicks und natürlich und. Genau, Kickstarter und nochmal ein bisschen EQ hier. Also ich spiele mal die ganze Gruppe, also der war aus. So klingt der Bass ohne Bearbeitung. Langweilig. Ich mal mit. Genau. Ja, cool. Da waren ja zwischendurch, wie lange sitzt man an so einer Nummer? 2 Stunden? Jetzt an den Bass. Weiß ein Witz. Achso. Insgesamt. Ja, ich hab's hin und her geschickt. Bei dem war es wirklich schnell. Also insgesamt, wie was ich dran gearbeitet habe, er und dann wieder ich und wir dann zusammen, vielleicht reine Arbeit, ich so 15 Stunden vielleicht nur. Lag das. Ich meine, mit den Vocals, dann gab es ja, ihr habt ja wahrscheinlich erstmal das Playback gemacht, dann gab es ja auch die Vocals von ihm noch dazu. Dann ist ja so ein Arrangement, meistens ist es immer so, wie macht man das Arrangement? Aber das ist ja bedingt durch durch diesen Synthi, also die Gitarre halt und die Vocals ja fast gesetzt, ne? Ja, das war auch wirklich das Schnelle bei dem Ding. Ich glaube sogar wirklich das Instrumental, wie ich es erstmal gebaut hatte, einfach aus Reflex irgendwie so, ich habe jetzt mal hier grob ein Arrangement schon gebaut. Ja. Ich glaube, das war direkt das Arrangement, wie es dann auch wirklich geblieben ist. Und da hat auch nie jemand mehr irgendwie was gesagt, irgendwie soll man mal probieren, nochmal was anders zu machen im Arrangement, das blieb dann halt einfach, ja. Wenn du die Sachen einspielst, wie ist denn das eigentlich bei dir? Bist du, wenn du sagst ja Musik, also spielst du eher, editierst du oder spielst du wirklich ein mit Chords und so weiter oder wenn du programmierst? Ich bin meistens so, weil ich nicht das allerbeste Taktgefühl habe. Es ist meistens bei mir so, dass ich halt erstmal am Keyboard halt rumspiele und so kommen mir halt mehr Ideen. Also ich kann halt nicht komplett Melodien von vornherein einzeichnen. Ich muss das schon erstmal spielen, aber das ist meistens mit sehr vielen Verspielern drin so. Deswegen spiele ich es mal so grob ein und dann, was ich dann da habe, editiere ich, dass es halt perfekt klingt. Ne? Da haben wir zumindest schon mal was gemeinsam halt. Ne? Außer, dass du auf jeden Fall die Hits hast. Aber ich spiele das auch so bei mir. Nicht, dass ich jetzt irgendwie auch kein Taktgefühl habe, aber wenn man denn live spielt, ne, mal abgesehen davon, dann spielt die Latenz einen auch nochmal wieder einen Strick dazu. Kennst du vielleicht auch, ne? Und dann bist du am Spielen, aber ich liebe Quantisierung. Und vorhin war auch eine Frage sogar gewesen, wenn wir über Quantisierung sprechen, dann kann man auch diese Frage gleich mit reinhauen, weil hat jemand gefragt, hey Tobi, da hau ich mal hier mit rein, hier direkt, hey Tobi, nutzt du einen bestimmten Swing in Logic in deinen Produktionen?
Ich weiß gar nicht, habe ich gar nicht so richtig. Also ja, ein bisschen hast du vielleicht drin, aber hast du da einen bestimmten Wert? Nee, ich bin in der Regel zu 95% einfach wirklich, kann ich jetzt mal hier auf den Bass gehen, dass er einfach hier den ganz normalen 16. Swing hat und immer alles auf dem Beat auch ist. Okay, ja, sieht man, da oben ist ja nichts reingedreht, nee. Steht auf 0. Oh, okay, ja. Mhm. Wenn du da bearbeitest, ich kenne das viele, gerade bei Drums, wenn du bei Bässen oder hat man das ja, dann haben die vielleicht eine verzögerte Attack oder so, nutzt du. Ich sehe, dass du oben ja deine Region ausgeblendet hast, da scheinst du nicht so viel drin zu arbeiten oder ist jetzt durch Zufall aus, also wo die Einstellung für Transponierung und auch Delay sind, schiebst du die Hülle hin und wieder vor und zurück, um das Timing zu korrigieren? Genau, also mit diesem Region-Ding arbeite ich eigentlich nie. Okay. Auch wenn ich transponiere, gibt es ja den Shortcut mit Optionen und Pfeil nach oben. Das ist okay. Dann, ja, okay, machst du es direkt. Braucht man ja auch nicht halt, ne? Also. Ja. Und hier diese Delay-Funktion habe ich noch nie benutzt, wenn ich ehrlich bin. Okay, sehr interessant. Das heißt, du machst das alles, ja. Du machst das alles direkt dann im Editor in der Hülle halt, dass du das da in den Videos haben möchtest. Ja, ich weiß gar nicht, was da passiert. Gehen die dann nach also du kannst, da kannst du, wenn du eine Hülle anfest halt, einen Track halt, ne, eine MIDI-Hülle, nenne ich die mal, dann kannst du, also alle, die angewählt sind, kannst du verschieben. Und das kannst du natürlich dann auch vor oder zurück machen. Du kannst auch sogar direkt Werte auswählen, wenn du auf die Pfeile gehst, dass du es einfach ein 16. vor oder zurückschiebst. Kann manchmal witzige Effekte dann ergeben. Okay, interessant. Lerne ich hier heute. Muss ich mal probieren. Ich habe das damals, war eben wie bei uns nie was synchron, als wir in den Studios gearbeitet haben, wo mit großen Mischpulten waren, musstest du hin und viel hin und her schieben, auch den Sampticode und so weiter. Okay. Und wenn du mit oder externen Synthesizern arbeitest, musst du quasi alles, eine 303 hat eine andere Latenz und so weiter, das musstest du jeden Synthesizer miteinander anpassen und dafür musstest du das eigentlich früher viel mehr nutzen, als du das zum Beispiel jetzt in deiner DAW nutzen musst. Ne? Ah, verstehe, ja, okay. So, jetzt muss ich mal eben schnell gucken hier, nicht, dass ich hier, während wir die ganze Zeit quatschen, noch Fragen wieder verpasse. Was ist alles auf deinem Bus drauf? Können wir die Plug und zur Gruppe sehen? Das haben wir gehabt. Lässt du die Bässe immer mono? Gerade wenn wir bei den Besten noch sind, wie machst du das? Genau. Ja, bei dem Projekt habe ich jetzt keinen Sub-Bass. Weiß ich gar nicht warum. Ich glaube, den habe ich später in einem anderen Projekt noch dazu gemacht. Also Sub-Bass habe ich auf jeden Fall immer mono. Und ich mache dann auch ganz oft, ja, habe ich es hier nicht gemacht, aber dass man halt hier mit Zeit Ding, dass man halt die Saiten auf jeden Fall komplett hier rausnimmt im unteren Bereich, dass halt wirklich der Sub-Bereich komplett im Mono ist. Ne? Okay, das, ja, das kann man. Das mache ich schon häufig. Ja. Konntest du das in dem Plugin direkt einstellen, dass du den Bereich festlegst oder wie war das da gewesen? Genau, ja. Man kann das dann halt hier. Okay, alles klar, ich sehe es. Komplett low-cutten. Genau. Ja, also da cuttest du das ja. Aber genau. Sagst du auch, dass du einen bestimmten Bereich, sag ich mal von 0 bis 120 Hertz oder so oder 150, dass du sagst, hey, den mache ich immer komplett in Mono, weil den hört man sowieso nicht. Also, ja, also wenn ich das jetzt so machen würde, wären quasi die Saiten ab 120 komplett gecuttet. Halt, ne? Genau. Ja, ja. Oder was ich auch oft mache, ist, wenn man jetzt mal hier, wenn ich jetzt einen Sub-Bass machen würde, würde ich die Spur nehmen, duplizieren, raus aus dem Stem nehmen und dann halt einfach hier quasi das umgekehrt mache, dass ich dann so den Bereich habe. Und dann nehme ich sogar oft das gleiche Preset, nehme aber nur manchmal andere Wellenformen, dass ich dann halt hier komplett einfach nur eine Sinuswelle nehme. Ah, okay, interessant. Was besser klingt, aber halt komplett die gleichen ADSR-Kurven, dass es halt genau der, im Endeffekt genau der gleiche Sound ist, gleichen Attack, gleichen Release und so.
aber halt dann wirklich einfach der Sub ist. Und dann kann man den halt natürlich sehr gut kontrollieren dann halt. Oh. Aber das mache ich erst so seit einem halben Jahr. Ja. Das habe ich hier bei 9pm, wir haben den Song 2020 gemacht im Sommer. Ja. Da wusste ich das noch nicht, dass es gut funktioniert. Da lernt man ja auch jedes Mal zu, hast du ja auch gerade eben gesagt, wie schnell es auch wieder geht, wieder was zu lernen. Ja. Das habe ich auf Instagram gelernt zum Beispiel. Seht ihr? Ja. Interessant ist natürlich auch nochmal gerade, was ich super spannend finde, kommen wir aber gleich zu euch. Irgendwie komme ich mit meiner Maus immer darüber. Was ich super spannend finde, ist natürlich, weißt du, warum ich mit meiner Maus darüber komme immer? Ich will immer dein Fenster scrollen. Das geht nicht. Ich will immer in deiner DAW rumscrollen und das funktioniert natürlich nicht. Wenn ich das mache, dann zoomt das Fenster raus, ich Idiot. Mann. Okay, genau, da war die Frage nämlich, dass, ich glaube, da gehen wir schon mal rein. Also, wie sieht dein typischer Vocal Chain aus? Ne? Da habe ich natürlich auch schon eine Frage, also würde mich auch brennend interessieren. Wäre natürlich schön, wenn du uns mal zeigst, wie du die einzelnen Kanäle hast und wie denn, ja, auch wie du da in so einer Gruppe arbeitest. Bevor wir gleich nochmal zu ein paar wichtigen Fragen generell kommen. Ja, ich bin Cold Water. Ich gehe da mal in einen anderen Song rein. Gehst du nochmal wieder in das andere Projekt rein? Oder? Ja, ich gehe einfach mal in einen anderen Track. Oder warte mal. Ich muss kurz die Spur finden. Kann ich das euch hier machen? Kann man dir eigentlich die Demos zuschicken? Bitte? Kann man dir Demos zuschicken und du hörst da rein? Ja, gerne bei Instagram, ja. Passing every red light. Also wenn ihr das machen möchtet, dann gerne über Instagram. Da hörst du auch wirklich rein dann. Ja. Instagram also, machst du selber? Genau, mach ich selber. Okay, sehr schön. Arbeitest du eigentlich, die Frage war vorhin auch nochmal gewesen, die kann ich an der Stelle natürlich auch jetzt wieder perfekt aufgreifen. Wenn wir über Produktion reden, dann, wo habe ich denn die Fragen? Irgendwie war die Frage, nimmst du auch Songs von anderen Produzenten? Oder genau. Oder machst du trotzdem noch alles selbst? Bisher habe ich hier, also jeder Track, der von mir veröffentlicht ist, habe ich selber produziert. Ja. Das einzige, mit Clean Bandit habe ich jetzt eine Collab gemacht. Genau. Und, da war es dann schon so, dass die dann schon gegen Ende das Ding in die Hand genommen haben. Und, okay. Also da war es ähnlich wie mit ATB und mir, dass man sich hin und her was geschickt hat, aber da war es andersrum. Ab einem gewissen Punkt war es dann so, dass die halt schon ganz viel selber dann auch gemacht haben. Am Ende. Aber mega Collab, oder? Ja, voll. Und war ja also auch da sicherlich wieder interessant, mal mit ganz anderen Leuten zu arbeiten, auch mal wieder, auch da hast du sicherlich auch wieder gelernt, weil jeder eine andere Arbeitsweise hat, oder? Ja, voll, ja. Und, spannend. Ja. Soll ich die Vocal Chain zeigen? Ja, bitte, oder? Genau, weil hier kommen ja, und natürlich wollen wir auch die Effekte sehen, mit Hall und Delays, alles bitte, das ganze Programm. Genau. Also ich fange meistens immer erstmal an mit Kompression, beziehungsweise hier, das benutze ich immer gerne als Gate, weil das Gate einfach sau einfach ist und immer funktioniert. Ja. Von diesem A-Box von Waves. Dann habe ich hier... Darf ich kurz fragen? Also da muss ich einmal einhaken. Philosophie wäre, also der eine sagt jetzt, ich schneide das einfach sauber. Du sagst, die Arbeit mache ich mir, ne? Ich packe da ein Gate drauf, fertig. Ja, also ich finde halt, deswegen meinte ich halt, dieses Gate von Avox, das benutze ich, glaube ich, schon seit irgendwie so 8 Jahren oder so. Ja. Und das funktioniert halt einfach immer und irgendwie echt perfekt. Und manchmal, also ich höre mir das dann schon an und natürlich kommt... hat man manchmal Situationen, dass irgendwo ein Klacksen drin ist oder was weiß ich, was man dann wirklich wegschneiden muss. Aber in der Regel funktioniert das Ding wirklich so gut, dass man nicht wirklich viel schneiden muss. Sorry, Unterbrechung, jetzt dann gerne weiter, was da noch so drauf ist. Genau, und dann habe ich hier den Manly Voxbox drauf. Da gehe ich finde das Ding klingt einfach geil und gehe dann gerne mal einfach hier Presets durch und gucke halt, wie die so klingen. Manchmal funktioniert das Ding nicht, ist immer so von Song zu Song abhängig.
Aber hier, ja, hatte ich das benutzt. Dann, ja, den hier benutze ich eigentlich fast immer, 1176. So tell me, would you feel my love? Ziemlich harte Kompression auch. Cause I can never get enough. Und der ist auch ein Must-Have, den habe ich auch in, auf jedem Vocal drauf. Also den Manley ab und zu und 1176 und Tube Tag, die beiden, die habe ich immer drin irgendwie. Okay, das ist so immer bei männlichen Vocals oder auch bei Frauen-Vocals, ist es gleich bei dir? Ja, in der Regel ist es gleich, ja. Okay. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, also technisch gesehen, ob das Quatsch ist, weil ich mal habe ja hier einen Kompressor und hier noch einen. Tell me, would you feel my love? Weißt du, aber es ist egal. I can never get enough. Ich sag. So tell me, would you feel my love? Yeah, I can never leave, cause I need it, that feeling. Ja, keine Ahnung. Ich mache immer nach Gefühl einfach und nicht nach Regeln. Das ist, glaube ich, auch vielleicht auch dein Geheimnis des Erfolges. Also wenn man sich auch nicht so viel... Du machst ja erstmal nur das, was dir gefällt. Ich kenne auch Leute, die sagen, die würden jetzt sagen, ah, der benutzt den Kompressor völlig falsch oder so, ne? Im schlimmsten Fall, oder? Ne? Aber hey, ja. Wenn du damit zu deinem Ergebnis kommst, hast du doch alles und das gut ist, hast du alles richtig gemacht. Von daher, alles fein. Gerne weiter. Ja, als nächstes einfach ein bisschen Equalizer. Ja. Einfach easy Low Cut bei 120 Hertz und ein bisschen Boost in den Höhen. Dann auch ein Equalizer, den ich fast immer auf Vocals benutze, der einfach nochmal so einen geilen analogen Touch drauf kriegt. Hab ja schon fast gedacht, der kriegt ein bisschen Wärme mit rein, weil du das wahrscheinlich ein bisschen aus dem Mitten was irgendwie droppst auch oder so, aber ja, das macht meistens immer so einen schönen warmen Sound dann. Okay. Und die Höhen sind halt auch ziemlich geil. Hier sieht man, habe ich bei 10.000 Kilohertz geboostet. Und was ich hier auch gerne mache, ich weiß, ich habe das irgendwo mal gesehen, ich glaube bei irgendeinem von diesen Ami-Mixern, fällt der Name jetzt nicht ein, von den berühmten, die gesagt haben, wenn man in den Low Frequencies boost und was wegnimmt, hat das einen geilen Effekt. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch irgendwie... Hast du erstmal gemacht? Ja, seitdem mache ich das immer, weil er es gesagt hat. Und ich finde, es klingt irgendwie ganz geil. Okay. Dann habe ich hier einen De-Esser. Ich finde, der De-Esser ist so der einzige De-Esser, der irgendwie funktioniert. Ja, dann geht's weiter mit Autotune. Nur als Farbe oder was machst du damit? Ja, also Autotune, ich meine, er kann natürlich auch ohne Autotune vernünftig singen, aber ich finde, Autotune macht immer nochmal alles irgendwie perfekt und gerade. Und ich glaube, wenn man jetzt Spotify Top 50 durchhört, selbst bei Ed Sheeran wird Autotune drauf sein. Ich glaube, das hat mittlerweile einfach jeder. Das ist so ein, das ist eine Charakteristik, wie ein Delay oder irgendwas anderes, was man draufpackt. Das packt man da einfach drauf gefühlt, oder? Weil es denn so, ja, ob das jetzt glatt ist oder es klingt halt auch geil. Ne? Es macht ja so eine, ich finde, es macht so eine Farbe einfach da rein, die schön ist, die toll ist und die das noch ein bisschen mehr rauskitzelt. Ja, ich glaube einfach, das liegt daran, dass man, dass es halt jeder benutzt und deswegen hat man das irgendwie, es ist so Gewohnheit irgendwie, dass dieser Sound bei Vocals halt drauf ist. Ne? Ist eine Hörgewohnheit mittlerweile geworden, so, ne? Ja, absolut. Genau, dann... Da fragt auch gerade einer, wie bekommst du dieses Melodyne-artige Kratzen? Ich weiß nicht, ob das mehr von Melodyne kenne ich das nicht, aber meint halt dieses typische, wahrscheinlich, ne, dass das ein bisschen rauskommt. Bei der Stimme hier jetzt, ich weiß nicht, was er meint. Könnte das an diesen, an deinem Legacy legen, den du da drauf hast, halt der gerade so ein bisschen Chisel und so ein bisschen bei 10 holt er das so ein bisschen raus aus dem Hals. Ich könnte mir vorstellen, dass er das meint, dieses Kratzige, dieses Raue. Ich glaube, das ist aber auch viel seine Stimme. Er hat einfach sehr viel Drive in der Stimme.
Und das wird auch daher auf jeden Fall kommen. Okay. Ja, das ist sowieso schon da, halt sehr, aber Sound was natürlich ganz, ganz viel macht, ist hier der Little Alter Boy. Weil die Stimme von ihm klingt eigentlich so. Ah, jetzt wird's interessant. So tell me what you feel, my love. Cause I can never get enough. So tell me what you feel, my love. Genau, und die habe ich runtergepitcht und auch den Formanten runtergepitcht. Das macht die Stimme natürlich immer ein bisschen voluminöser und auch kratziger. Aha. So tell me what you feel, my love. Cause nee. I can never get hab jetzt, enough. Damit habe ich jetzt aber nicht, das habe ich nicht gehört. So tell me what you feel, my love. Genau, wir haben den Song halt dann auch natürlich 2 Halbtöne höher aufgenommen und dann später runtergepitcht. Also du hast es mit Absicht höher aufgenommen, damit du es 2 Halbtöne runterpitchen kannst. Genau, ja. Das haben wir direkt mit Absicht so gemacht. Das, ah, okay. Ja, interessant. Weil du vorher schon wusstest, dass du das machen wolltest. Weil du das bei einer anderen Nummer auch so gemacht hast. Bei Breaking Me haben wir es auch so gemacht, genau. Und deswegen war es auch vorher sogar so, weil André halt gesagt hat, der Song muss halt unbedingt auf dem gleichen Key bleiben, wegen der Gitarre, dass genau. Halt genau im Original sein wird, weil das hörst du halt sofort sonst. Tiefer ist, genau, klingt es halt komisch mit der Gitarre. Genau. Und dann haben wir halt auch direkt das Instrumental halt 2 Halbtöne höher gepitcht und dann da das Songwriting drauf gemacht. Okay, cool. Sehr interessant. Ja. Sehr geil. Ja, und dann ist hier eigentlich nur noch ein Delay drauf. Auch direkt auf dem Channel mache ich das gerne. Ja, das und wäre natürlich eine Frage. Also, du arbeitest nicht mit Sense. Also, ich sehe zwar einen Sense hier gerade auf Bus 4. Beim Reverb mache ich das, aber beim Delay mache ich es in der Regel einfach direkt auf dem Dings drauf, auf den Haupt. Auf den Track. Okay, aber es ist jetzt keine Gewohnheit von dir, also ja, du machst es einfach, weil du es natürlich kannst da, ne? Klar. aber ja, ich mach das manchmal auch wegen Automation, weil ich oft damit arbeite, dass man den Vocal mal mutet oder so. Und wenn ich es dann über Sense mache, ist es manchmal nervig, dass man dann den ganzen Sense irgendwie muten muss. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe deinen. Es ist manchmal bei Vocals finde ich es manchmal leichter, dann wenn das Delay direkt auf dem Track ist, auf jeden Fall. Okay, ja. Ja, dann lass uns gerne mal weiterschauen bei den Vocals. Jetzt haben wir ja schon mal so eine Spur gesehen, was natürlich interessant ist, gerade wenn wir darüber sprechen. Vocals, ich finde es sehr wichtig. Also du hast ja EQing schon gezeigt, klar. Und wie ist das mit Doppelung und so? Also wenn du selber aufnimmst, achtest du darauf, dass du, ist das immer eine Stimme, ist diese Stimme eigentlich schon gedoppelt oder ist das tatsächlich nur eine Stimme? Früher hat man ja alles gedoppelt, gedreifacht, gefünffacht. Ja. Und es kommt immer ganz auf den Song an und auf den Sänger auch. Mhm. Hier ist es so, dass wirklich Verse und Pre-Chorus einfach echt nur eine Stimme sind. Mhm. Er braucht anscheinend ja auch nicht mehr, ne? Nee, genau, er braucht da auf jeden Fall nicht mehr. Und dann hier im Chorus kommt was dazu. Kann ich mal zeigen. Das sind quasi Harmonies, ja. Aber klingt doch ein bisschen Vokoda-mäßig, oder? Genau, das ist auch. Ja, das sind Doubles. Das sind jetzt einfach 2 Doubles links, rechts. Ja. Um das einfach nochmal ein bisschen breiter zu machen. Ja. Das hier sind. Müssen wir mal hören. Ah ja, jetzt geht's los. Ja. Ich muss die Cubepads tauschen. Ah, das ist. Einfach eine Oktave höher nochmal gesungen. Hat er das selber gesungen oder hast du es gepitcht? Das ist tatsächlich selber gesungen und auch ohne Little Alter Boy. Also das ist hat er hinterher dann drauf gesungen, ist seine normale Stimme. Und hier die, das sind jetzt glaube ich die so klingen wie Vocoder, wenn ich mich recht täusche. Ja, auch. Oh.
Shit. Tell me what you feel, mother. Und das ist auch mit dem Little Alterboy gemacht, nämlich... Okay, die muss ich mir jetzt mal aufschreiben. Ja, hier gibt es nämlich die Funktion Robot. Ich check bis heute nicht genau, was das macht, aber das macht es dann auf jeden Fall so ein bisschen Vocoder-mäßig. Und vor allem klingt es dann halt ziemlich geil, wenn man die unterschiedlich einstellt. Man sieht ja hier, ich mache hier mal alle drei auf. Ah, damit baust du dir dein Panorama, dass es schön breit wird, oder? Naja, was heißt Panorama, sondern eher auch Harmonien macht man sich. Man sieht hier jetzt, der eine Track, das ist alle drei Spuren sind quasi die gleiche Aufnahme. Ja. Der eine ist aber Robot minus 3 Pitch eingestellt, der andere minus 10 und der andere plus 9. Okay. Und das zusammen gibt wie so ein Chor-Effekt oder Tell me what you feel, mother. Oder halt auch im Endeffekt wirklich wie ein Vocoder. Macht das natürlich auch, das gibt auch diesen modernen Touch in den Vocals, finde ich. Das ist cool. Ja. Geil. Ich spiele die mal einzeln auf. Tell me what you feel, mother. Der ist so. Der hier klingt so. Tell me what you feel, mother. Und das ist dann der hier plus 9. Tell me what you feel, mother. Ja, Leute, passt genau auf. Tobi verrät heute seine dunkelsten Geheimnisse. Nein, seine besten Geheimnisse und seine besten Producer-Tracks hier. Exklusiv hier. Können wir noch einen Jingle machen hier bei uns im Torreis Producer Talk. Wer ist eigentlich dieser Torreis? Wer ist eigentlich dieser Torreis? Wisst ihr das eigentlich? Wer weiß, was Torreis ist, darf es gerne in den Chat schreiben sonst. Wie schaffst du es, wenn du einen viel Alterboy benutzt, dass er nicht wie ein Flanger klingt? Weil es überlagert, meint er jetzt? Oder warum? Das Problem hatte ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Okay. Dass es wie ein Flanger klingt. Also nutz Alterboy, dann klingt es nicht wie ein Flanger, oder was? Nee, ich weiß nicht, also... Es hatte ich ehrlich gesagt wirklich noch nicht, dass es wie ein Flanger klingt. Okay. Eine Frage. Ich kann mir vorstellen, was er meint, wenn man vielleicht Sachen runterpitcht. Man sollte echt darauf achten, dass, da gibt es auch hier diesen Link-Button, dass das Formant und Pitch-Ding immer gleich ist. Das hatte ich auch schon mal, wenn man das jetzt irgendwie, ich spiele das mal kurz so ab, die Lead. Das klingt da manchmal, ja, ich muss tatsächlich kurz eine Minute die Kühlpads tauschen. Also Leute, der Tobi tauscht schnell die Kühlpads, weil es da hinten in da ist doch noch zu warm. Aber cool, ihr seid live dabei heute. Und währenddessen kläre ich euch nochmal auf, was das denn eigentlich heißt. Wer denn dieser Torreis ist halt, ne? Also falls ihr das nicht wisst, auch dieses schöne Schild, was hinter mir steht, ne? Torreis ist ja die Musikinstrumente-Marke von Pioneer DJ bzw. von Alpha Theta. Wir bauen Synthesizer bzw. wir haben Monophono Synthi. Der hat genau eine Stimme vom Prophet. Dann haben wir noch einen Multitrack-Sampler und halt auch den Squid. Ein witziges Instrument, das habe ich letztes Mal mit Ante Perry irgendwie bei einer Sendung gezeigt. Also, das sind Musikinstrumente von uns. Ja, der Stream bleibt natürlich online, aber das Ganze nur auf Facebook lösche ich den nachher wieder. Also bei mir, bei Tobi bleibt er wahrscheinlich und am besten guckt ihr aber auf YouTube, weil da ist es in HD, ne? Da könnt ihr es besser sehen. Sound ist auch besser, alles so viel besser. So, Tobi hat sein Eis, du hast jetzt mal nicht das Vanilleeis unter den Computer gelegt, oder? Nee. Ich hoffe nicht. Neue, ne? Das wird eine Sauerei. Cool, lass uns mal weiterschauen bei den Vocals. So. Achso, genau, ich wollte eben hier. Ach genau, du wolltest schon mal demonstrieren. So tell me what you feel, mother. Yeah, I can never leave, cause I need it, that feeling. Ja, also hier klingt es auch okay, aber es kann halt sein, wenn der Formant
anders eingestellt ist, dass es ein bisschen komisch gehen aber könnte. Also das Plugin, das ist für mich schon ein Megatipp. Ich kenne das, kannte das gar nicht. Und genau das, was du da machst, kann ja Logic im Grunde auch. Es klingt aber völlig anders. Dann ist die Stimme, wenn du das machen würdest in Logic, ist die Stimme kaputt. Ne? Und hier bleibt noch Substanz. Ich glaube, hiermit kann man das machen, Vocal Transformer. Ne? Wenn man's hier ja, du kannst das sogar in den Region-Einstellungen, in den Spureinstellungen so direkt machen. Would you feel my love? Aber wobei, es geht eigentlich auch. 'Cause I can never get enough. Aber da kannst du die Formanten nicht einstellen. Doch, kann man hier auch, hier rechts. Ja. Ach da. Aber man hört direkt, man hört da auf jeden Fall sehr die, wie heißt das nochmal? So tell me, would you feel my love? Aber der macht das schon fast zu schön, oder? Da an der Stelle dann. Nee, man hört da auf jeden Fall die Artefakte manchmal, dass es so ein bisschen sich verzieht, finde ich. Da wo was fehlt, dass er denn so da was reinmacht, oder was? Genau, ja, die Vocal, das verzieht sich halt manchmal irgendwie so ein bisschen. Also es klingt nicht mehr so natürlich. Und bei Alter Boy klingt es halt wirklich einfach sehr natürlich. Ich habe es mir gerade geguckt, ich bin doch schon am Googlen, ob es das noch bei Black Friday Angebot gibt. Mach du mal weiter. Ich gehe mal eben shoppen jetzt, ja. Ich kann ja noch mal ein anderes Projekt reingehen. Weiß nicht. Aber das mit dem also das war jetzt so, das war dein Vocal Editing halt quasi, das ist das, was jetzt drauf war. Ah, und eine wichtige Frage noch, die fehlte noch. Was für einen Hall hast du denn da drauf? Die Frage fehlte noch. Hier habe ich den Pro Air drauf. Gibt es aktuell, wo gerade, Entschuldigung, den Little Alter Verb gibt es wohl, Alter Boy gibt es wohl für 39 Euro noch im Angebot. Jetzt nicht zugreifen. Schlecht. Ich habe mehr bezahlt. Ja, welches Reverb? Also das nimmst du, das ist dein Reverb? Genau. Und dann mache ich auch immer, ganz wichtig bei Reverb ist, den Reverb auch nochmal zu EQen. Gerade Low Cut mache ich auf jeden Fall mal ordentlich rein. Hier habe ich jetzt hier oben ein bisschen was geboostet und ja, mit Multiband-Kompressor habe ich dann auch nochmal die unteren Mitten ein bisschen runter komprimiert. Okay, interessant auf jeden Fall mit dem, ich hätte jetzt fast drauf getippt, dass du das einfach das Chroma von Logic nimmst, weil das eigentlich ja recht gut ist, aber klingt dir, warum nimmst du das vom Sound her? Ich probiere halt immer, was am besten zum Song, zum Song passt. Ich nehme also meistens den hier. In letzter Zeit benutze ich aber auch oft den Vintage Verb von Valhalla. Oder welche auch richtig geil sind von Universal Audio die EMT-Dinger. Wo sind sie jetzt? Hier, EMT 140 finde ich auch sehr, sehr geil zum Plate Reverb. Ja. Okay, also das ist jetzt nicht... Zwischen den drei switche ich am meisten. Okay, das ist nicht in Stein gemeißelt, dass du das nimmst oder immer nur das nimmst für Vocal, sondern das switchst du schon stimmenabhängig oder bei einer Frau... Ja, stimmenabhängig und songabhängig tatsächlich auch. Okay. Also manchmal klingt der eine halt besser als der andere. Warum, kann ich dann auch nicht sagen. Manchmal möchtest du den Hall ja auch bewusst hören. Vielleicht? Genau. Und manchmal willst du eigentlich nur, dass er da ist, aber ohne so stark, dass er so stark wahrgenommen wird. Ja. Ist das, was ich auch manchmal mache, das kann ich mal bei Schema Hart zeigen. Okay. Ich benutze auch Heil gerne mal auf Baselines und da muss er natürlich, da kann man jetzt natürlich nicht einen 4-Sekunden Heil nehmen von Valhalla oder so. Okay. Ja. Kurz warten. Loading. Project is loading, ja. Er ist dabei. Aber schön, dass du uns nochmal noch ein anderes Projekt sogar zeigen kannst. Und auch gerade so ein Beispiel nochmal gibst. Mit Bässen finde ich immer spannend, weil das ist ja gerade in der modernen Dance-Pop-Musik wird ja viel damit gearbeitet, gerade mit so einem Hall hinten dran, der mit dem Sidechain wieder drauf ist oder so. Ist das so eine Geschichte, die du uns auch zeigen kannst? Hier jetzt tatsächlich nicht. Ganz kurz. Boom, boom, boom. Yeah, you change my heart. Yeah, you change.
Signal, was ist denn hier los? Das habe ich auch gehabt. Ja, das wäre schon mein Kopfhörer. Nee. Nee, nee. Das gab so von dir, okay. Irgendwas auf der Kette, Masterkette irgendwo. Nee. Nee. Warte mal. Ich kann euch das auch hier zeigen. Ja, schon mal total toll. Ihr seht's, Tobi hat es versprochen, hat es am Anfang gesagt. Er macht sich quasi nackig, er zeigt alles hier. Er gibt alles. jetzt ist mein Sound auf jeden Fall wieder auf der anderen Seite auch da. Ja, ich habe es eben schon, das Rauschen habe ich jetzt auch auf beiden Seiten. Das war nämlich ganz strange, ja. Ja. Nicht schlimm. Warte mal. Jetzt können wir wieder zurück hier. Was haben wir da denn Feines? Genau, ich wollte das mit dem Reverb zeigen. Cool. Was ich gerne mittlerweile bei Bässen mache, ist echt so ein kurzer Reverb, irgendwie nur 1,4 Sekunden hier. Ja. Und dann auch echt nur kurz drauf. Und das, dazu ist dieser Valhalla Room am besten. So, ich spiele es mal mit Reverb ab. Einmal ohne. Das macht es halt einfach so ein bisschen breiter irgendwie. Ja, schon natürlich schon so ein Volumen irgendwie so. Und es wirkt halt auch schon, ja, breiter, definitiv. Genau. Cool. Also. Ja, jetzt musst du aber auch einmal in die Bässe reingehen. Ne? Jetzt hast du da, wie viel Bässe hast du da gerade drin? Das würde mich jetzt aber auch nochmal interessieren dann. Ich glaube, die hier, Leute da draußen auch, weil das ist ja spannend. So, hier sind jetzt, das sind drei Basslayer einmal hier. Ja. Würdest du sagen, da steckst du wirklich viel Zeit rein, um das mit die richtigen Sounds zu finden und zu fummeln? Schon, ja. Also ich bin meistens jemand, der, ich benutze gerne Presets und klicke die einfach schnell durch und verändere dann halt viel mit Attack-Side, Decay-Side und sowas, bis es dann halt gut zum Track passt. Aber ja, der Sound muss sich einfach schon erstmal so, muss sich überzeugen, dass du sagst, den nehme ich und jetzt passe ich den an. Genau, ja. Also meistens fange ich mal an mit einem sehr simplen Bass, einfach um schon mal den Rhythmus und sowas zu finden, natürlich. Ja. Und da habe ich hier noch so Bass-Stops. Genau, das sind alle Basslines hier. Ja, siehst du, ich hab vorhin schon gesagt, das klingt immer so simpel halt, ne, aber wenn wir allein uns nur die Bassspuren anhören, ne, dieses Zusammenspiel, ne, also das ist natürlich schon ordentlich Sounds da drin. Ne? Es ist schon voll, das Play, wenn man nur das hört, wenn man jetzt eine Bassdrum nur dazu macht, dann ist schon, hat man einfach schon echt Volumen da drin, ne? Ja, das stimmt, ich mach das mal eben. Ja. Mal hier die Basslines an und hier die Kick. Schon. Genau. Cool. Sehr schön. Das ist auch 53 Spuren, sieht man wieder schön insgesamt. Gut, jetzt sind nicht alle an jetzt, ne? Aber man erkennt auf jeden Fall schon wieder Tobi. Jetzt muss ich mal gucken, ist denn die Drums, sind die wieder blau, ja? Da war nämlich auch nochmal... Nee, hier sind sie jetzt rot. Okay, da kommt natürlich, komme ich gleich zu zwei Fragen. Wenn wir nämlich, wenn wir über Arrangement reden,
wäre für mich erstmal wichtig, ich sehe jetzt das Arrangement, das ist wahrscheinlich das Single-Cut oder so. Wie machst denn du das, wenn du auch einen Extended-Cut, also vorhin da habe ich auch die Frage gewesen, von manchen Nummern gibt es halt gar keine Extended-Cuts. Das habe ich wohl, ist das tatsächlich so? Gibt es von manchen Nummern keine Extended-Version? Kann das sein? Ich überlege gerade. Na, eigentlich mache ich immer einen mit. Weil das Label immer, Label sagt auch eigentlich immer, dass man Extended mitschicken muss. Okay. Wie machst du das? Machst du das in dem gleichen Arrangement? Du machst auf jeden Fall die Single-Version als erstes, oder? Genau. Ich arbeite eigentlich immer an der Single-Version. Dann ganz am Ende, wenn alles fertig ist, dann mache ich den Extended dann nochmal. Mache ich dann halt einfach meistens hier irgendwie 16 vorne nochmal und 16 hinten dran so ungefähr oder 32. Ja, genau. Einfach hier, warte mal, wo ist das? Pause einfügen oder Stille einfügen. Ja, einfach so. Warum finde ich das jetzt nicht? Hier, Stille einfügen. Dann, genau. Dann hat man halt hier die 16 Dinger Vorlauf. Alex, die lästige Extended, ja. Genau. Ja, dann halt einfach mit hier die Kick so vorsetzen und dann kann man sich das jetzt zusammenbauen, ne? Ja. Ja, für den DJ nicht gleich mit Harmonie vielleicht anfangen, ne, sondern noch ein bisschen. Genau. Wahrscheinlich am Anfang erstmal hier bisschen so geklimper so. Auf einem Ton am besten auch bleiben und so, ne? Genau. Machen wir mal ganz kurz hier die lästige Extended. Ja, genau. So, also, du machst das denn... Ihr seht, so einfach geht das. Jetzt kommen die Claps dazu nochmal, ne? Okay. Ja, und dann würde ich natürlich noch ein bisschen mit Effekten zu arbeiten, aber ja. Wahnsinn, weißt du, ich gucke gerade auf die Uhr, die Zeit ist quasi schon wie im Flug hier irgendwie vergangen, das ist ja unglaublich, aber haben trotzdem noch natürlich ein paar Fragen von den Leuten, die würde ich am liebsten nochmal eben schnell durchgehen, da schauen wir nochmal rein. Ihr habt natürlich jetzt die Möglichkeit, also nochmal die ganz wichtigen Fragen, die ihr noch habt, einfach mal hier rein zu kritzeln. Ne? Und natürlich soll der Tobi den auch beantworten und eventuell auch im Projekt. Hier ist nochmal die Frage, hi, zeig mal bitte von dem Remi, der hat geschrieben, zeig mal bitte, wie du den Groove machst, also mit Delay und so weiter. Das heißt, naja gut, Delay war ja wahrscheinlich gar nicht so viel drauf gewesen, ne? Aber bei dem Groove, da hatte ich auch eine Frage aufgeschrieben, wie ist denn das bei dir? Programmierst du den tatsächlich komplett selber oder nutzt du da auch mal Loops? Mit dem Groove ist jetzt Drums gemeint oder? Genau. Bass Groove. Ich denke, da sind den Groove, er meint die Drums damit. Also über den Bass hast du ja quasi schon alles erzählt. Also ich gehe jetzt mal von aus, dass er die Drums meint. Ich spiele die mal ab. Also meistens, was halt immer unfassbar grooved, ist halt allein schon diese typische Open Hi-Hat, ne? Wo habe ich hier jetzt? Was sind das? Eher Loops oder sind das irgendwelche Synthes, also sind das Sampler, wo du dann alles selber einspielst, die richtige Hi-Hat suchst? Wie gehst du das? Teils. Also hier habe ich jetzt auch einfach Loops dann verwendet. Das ist so ein Top-Loop da drauf, ne? Okay. Genau, ja. Und dann halt auch hier einfach dann nochmal eine Headlayer. Shaker noch. Aber du hast ja auch eigentlich nicht so übertrieben viel da drin. Du hast dann irgendwie so deine Claps, du hast so einen Top-Loop, dann hast du natürlich nochmal Off-Hi-Hat, genau. Shakers. Ja, das war schon. Ich spiele mal kurz alle Drums ab, also es ist wirklich nichts Wildes. Klingt erstmal wie ein Standard-Groove, ne? Also ohne das abwerten zu wollen, ne? Also ja. Aber ich finde, gerade bei, das ist ja so ein bisschen, meine Drums sind ja häufig so ein bisschen Oldschool-mäßig, sage ich es mal. Findest du? Ja, also die Samples auf jeden Fall. Es sind ja oft so 909-Samples, okay. Und die Clap meistens. Und ich finde, da ist wirklich weniger mehr irgendwie, ne? Mhm.
Aber auf den Clap sowas, zum Beispiel gerade Clap, lässt du das eher trocken? Ja. Oder machst du da auch nochmal einen Raum drauf oder so? Nee, in der Regel lasse ich das eher trocken. Okay, also die gesamten Drums sind bei dir eher trocken. Ja, wenn man jetzt die Clap nimmt, schon sehr trocken. Ja, ja. Aber natürlich würde ich das jetzt auch nicht pauschal sagen. Also ich habe natürlich auch Tracks, wo ich Heil drauf habe. Ne? Ja. Ja, wo man auf eine Clap einfach mal einen Raum, die man Stereo macht oder je nach Produktion. Also ja. Ich habe auch andere ältere Sachen von dir gehört, wo du sowas gemacht hast, definitiv. Das hat man gehört. Ja, auf jeden Fall. Also ja, das würde. Klar. Muss jetzt nicht immer so sein, ne? Aber ist jetzt nicht. Aber gerade in der Musik hat man immer das Gefühl, dass dann auch weniger mehr ist. Ne? Was du ja auch öfters schon betont hast, dass du dann eher Sachen weglässt. Ich habe immer das Gefühl, dass dir halt sehr die Stimme immer, wenn ich diese ganzen Tracks von dir höre, denke ich natürlich immer, ja, also die Stimme kriegt echt Platz, ne? Soll auch Platz haben, weil die unwahrscheinlich wichtig ist. Du hast eine geile Melodie, du hast das schön arrangiert mit den Chören oder mit den Harmonien. Und dann soll man das auch hören und soll nicht im Playback untergehen. Ist das so deine Philosophie? Ja, auf jeden Fall. Also die Stimme ist auf jeden Fall das Wichtigste, finde ich immer. Und die immer im Vordergrund und die meiste Aufmerksamkeit halt. Okay, dann schaue ich jetzt nochmal, wie unterscheidest du den letzten... Okay, auch nochmal interessant. Wie unterscheidest du von Infinity? Gab es nochmal die Frage. Und zwar, wie unterscheidest du den letzten Drop vom ersten? Wie unterscheidest du den letzten Drop vom ersten? Baust du eine bestimmte Tension, Strings zum Beispiel oder ähnliches? Oder gibt es da andere Tricks, die du benutzt? Bei dem Track hier jetzt mit Becky Hill ist es tatsächlich dann auch über die Vocals. Da habe ich im letzten Drop eigentlich so gut wie das gleiche wie im ersten. Aber sie hat halt einfach nochmal hier andere Adlibs dann drauf gesungen am Ende. Ja. Aber man kann das auf jeden Fall machen mit, wie er schon meinte, mit mehr Tension bilden irgendwie am Anfang. Also vor dem Drop viel, viel mehr wegnehmen als vor dem ersten Drop. Oder halt auch wirklich viel mit Layers machen. Strings funktionieren da sehr gut. Oder einfach auch mehr Bass-Layer, mehr Drums nochmal. Aber bei Pop-Tracks oder Dance-Pop-Tracks würde ich sagen, ist Adlibs gesungen und mehr Harmonies oder mehr Chöre ist da auf jeden Fall am besten. Und das so ein bisschen, früher hat man so ein bisschen Finale, alles läuft dann am Ende zusammen. Ist das auch so ein Ding, was du dann machst, wo dann auch nochmal, am Ende läuft dann auch die Sequenz noch mit den Vocals, was vorher nie passiert ist, immer in anderer Variation oder eher nicht? Ja, das war ja bei, können wir mal 9PM aufmachen. Da hatten wir nämlich immer Gesang und Gitarre, also ein bisschen separat gehabt. Und ganz am Ende, im letzten Chorus, war es dann halt die volle Gitarrenmelodie mit der vollen Gesangsmelodie. Also drüber. Quasi die Parts nochmal finalemäßig alles zusammen, weil so wurden sie im ganzen Track noch nie gezeigt quasi. Dann, ne? Ist dann genau, also hier war es halt immer Gesang und die Gitarre so. Ich spiele die mal kurz hier ab. So, das war ja die Hook hier. Also. Und dann kam die Gitarre hier ganz alleine. Da spielt sie das ganze Thema dann auch, ne? Genau, und hier am Ende spielt die Gitarre auch das ganze Thema, aber er wird auch nochmal drüber singen. Genau. Also auch der Hall ist auch schon ein bisschen am Mappen, ne? Das ist ordentlich. Ja, das ist aber cool, klingt aber gut. Das klingt aber, passt aber echt cool, ne? Also in den Track merkt man das gar nicht so, aber wenn das jetzt so aushalt, denkst du auch so, mein lieber Mann, wo will der noch hin? Ja, was cool. Hier so Solo hört. Ja. Ja, cool, aber. Ich glaube, dieser lange Hall war, glaube ich, auf den Vocals drauf gewesen, ne? Das hätte ich fast. Stimmt, der Vocal Hall ist auch
ich glaube, 4-5 Sekunden. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, okay. Der hat schon ordentlich. Ja, 4 Sekunden. Ja, sehr geil. Aber klingt ja super. Ich wusste gar nicht, dass Fettfilter auch. Habe ich noch nie einen Hype von einem Reverb von angehört, wenn ich ehrlich bin. Nee? Nee, ich noch, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Aber cool. Sehr schön. Ja, ganz wichtig hier, ich höre immer, ja, hier war Valhalla sowieso, ne? Aber ganz wichtig jetzt unbedingt, die Leute wollen jetzt nochmal Master Chain sehen, beziehungsweise gucken, was du so, ich meine, du hast ja eigentlich gesagt, und am Anfang schon ein bisschen quasi schon vorweggegangen, dass du nicht unbedingt, also dass du Stand-Mix machen lässt, also dass du den Mix nicht final selber machst. Mixen schon, aber die Stands schicke ich dann gerne raus. Okay. Und dann wird gemastert halt, ja. Und ich schicke halt gerne Stems raus, weil manchmal der Mastering-Engineer dann irgendwie Bass-Kick-Verhältnis oder so dann nochmal mehr Freiheiten hat, da irgendwie was anzupassen. Okay. Aber was ich immer mache, ist auf jeden Fall so ein Pre-Master. Für dich schon mal so? Genau, genau für mich. Und das ist das hier. Ich spiele es mal kurz ohne ab. So, und da habe ich dann immer den PSP Vintage Warmer. Der ist eine Geheimwaffe auf jeden Fall. Der holt das schon so krass nach vorne. Das machst du jetzt wo drauf? Das ist auf dem Master. Das ist auf dem Master Channel. Okay. Das habe ich gerade nicht gesehen. Alles klar. Ja. Dann hole ich hier den Manly auch mal aus. Dann ein bisschen Multiband-Kompression. Wollen wir einfach mal alle Plugins ausmachen und dann mal nacheinander anmachen oder so? Das wäre voll cool. Genau, ja. Weil die Frage kam von den Zuschauern. Also, ja, man hört natürlich was, aber es ist jetzt auch kein Riesen. Also, man merkt schon, dass du auch schon auf den Channels sehr drauf achtest, was passiert. Also, das versuchst du auch schon in den Griff zu bekommen. Ne? Die Transienten und so weiter, das merkt man, weil es passiert natürlich was, aber es ist jetzt nicht irgendwie zwei Titel oder so. Ne? Also, nee, genau. Ja. Also, was wirklich viel macht, ist dieser Vintage Warmer. Das ist so irgendwie Kompression mit Equalizer und ein bisschen Distortion und dann natürlich der Limiter, ne? Der macht es natürlich gut laut und limitiert. Und wenn du die Stems dann rausbounst, bleiben die Plugins dann da drauf oder nimmst du die vorher raus? Nee, die nehme ich raus. Okay. So schicke ich die Sachen dann mal raus. Okay, ja. Du schickst das ohne den raus, okay. Ja, damit du natürlich nicht zu viel vorwegnimmst, klar. Genau, ja. Okay, cool, spannend. Und wo lässt du das mastern? Hier in Deutschland oder geht das nach London, England irgendwo hin jetzt hin oder wird das auch in Deutschland gemacht? Immer unterschiedlich eigentlich. In letzter Zeit, in den letzten anderthalb Jahren oder so, habe ich eigentlich sehr viel mit Sascha Busy Büren gearbeitet. Okay. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist aus Berlin. Aber ab und zu ist es, kommt darauf an, ich produziere auch für andere Leute, die dann für ihre eigenen oder ihre Go-To-Mastering-Engineere haben. Ich habe dann auch schon mal mit wem aus Amerika gearbeitet oder auch London. Ja, aber es ist in erster Linie deine Entscheidung, wo es hin soll. Ja, meistens schon. Ja. Meistens schon. Manche Tracks habe ich jetzt auch, ich hatte es auch tatsächlich schon mal gehabt, dass ich oder für andere Künstler dann Sachen zum Mastering geschickt habe. Und dann gesagt worden ist, ey, irgendwie, das, was du als Pre-Master drauf hattest, war irgendwie geiler. Dann war dann wirklich hier die so eine Kette, die ich dann hier drauf hatte, ist dann das finale Master dann auch gewesen. Okay, ja, cool. Das ist ja auch irgendwie so, ne? Okay. Geht doch. Das Geld könnt ihr fürs Master könnt ihr mir übrigens jetzt auch überweisen, ne? So ungefähr. Aber wo du gerade, du hast es ja gerade gesagt, auch nochmal angesprochen, hast ja gerade gesagt, ja, wenn du für andere arbeitest,
Das hat nämlich als Frage noch bei mir hier stehen, die ist am Anfang ein bisschen untergegangen, ich kann es vergessen. Da wollte ich dich auch fragen, ob das eigentlich noch der Fall ist. Ist es, Tobi macht jetzt Tobi nur noch Topic irgendwie für sich oder macht Tobi auch noch für andere Sachen und produziert auch für andere? Weil ich könnte mir fast vorstellen, dass du immer noch richtig Bock drauf hast, weil du dann was ganz anderes machen kannst. Ja, ich mache immer noch viel für andere Leute Sachen, also teilweise echt auch Hip-Hop-Sachen. Mache ich immer noch relativ gerne Deutschrap. Okay. Zuletzt tatsächlich dann auch Helene Fischer. Nein! Zwei Tracks auf ihrem Album. Ja. Nein. Im Ernst jetzt? Das ist ja hat krass. Hat er echt Bock gemacht. Okay, cool. Wie war sie so beim... hast du nur die Vocals gekriegt oder hast du sie auch kennengelernt? Nee, ich hatte nur die Vocals bekommen, aber sie war sehr involviert und wir haben auch viel telefoniert und die ist auf jeden Fall Profi, kann man, würde ich sagen. Ich meine, da wundert man sich immer, hört man denkt mal so Helene Fischer, ne? Aber wenn man dann die Produktion anhört, ne? Für mich ist es immer, ist eine stinknormale, es könnte, manche Produktion könnte eine Topic-Nummer sein, wenn du einfach Englisch da drauf singst halt. Jetzt wird ein Schuh draus, jetzt verstehe ich's. In Wirklichkeit produziert Tobi schon die ganze Zeit heimlich Helene Fischer. Du kannst es uns sagen, es hört keiner zu. nee, das ist nicht. Nur auf dem letzten Album zwei Songs. Okay. Witzig. Ja. Noch jemand, was du ausplaudern kannst, wen du produzierst so? Ja, das wissen aber auch die meisten jetzt. Mit Samra hatte ich ja auch ein paar Sachen gemacht. Ja, die wollen natürlich was wissen, was noch nicht draußen bekannt ist. Was noch nicht draußen ist. Was noch nicht bekannt ist. Nee, da ist tatsächlich noch nicht. Was bekannt. Du sagen darfst. Nee, wirklich nicht. Also wenn ich was sagen könnte, würde ich das machen. Aber das glaube ich dir. Ich meine, du warst bis jetzt hier so offen gewesen. Super. Vielen Dank schon mal dafür. Ich meine, wir sind hier, wir sind schon 2 Stunden irgendwie am Start und ich gucke nochmal, nicht, dass wir noch eine ganz wichtige Frage vielleicht vergessen haben, die besser gesagt du beantworten musst, weil ich bin ja eigentlich nur hier dein Wingman, der für dich die Fragen zusammenstellt und die bis auf Zahnfleisch fühlen möchte. Aber schauen wir mal. Ich kann jetzt schon mal sagen, mega Spaß gemacht. Ich kann schon mal bestätigen, das, was ich anfangs schon zu dir gesagt habe. Ich glaube, nachdem ich 3 Sätze mit Tobi gesprochen habe, habe ich schon gesagt, du bist ein cooler Typ. Und das ist immer noch so, auch nach 2 Stunden so. macht wirklich Spaß. Da freue ich mich auf jeden Fall, wenn ich dich in Dubai besuchen kann und dir eine Rekordbox-Schulung geben kann, ne? Also das muss ich definitiv nach Dubai kommen. Gerne, musst du kommen. Es geht auch nur hier. Ja, das bin ich von überzeugt. Wir haben noch eine Frage hier. Wie gehst du mit Latenz in Logic um, wenn du einen Hardware-Synth subsequent aufnimmst? Okay, wie gleichst du das aufgenommene Audiomaterial manuell an? Ah, das hatten wir ja vorhin quasi jetzt gehabt mit Delay. Ja. Damit könnt ihr das anpassen. In der Regel stelle ich halt die, wenn ich aufnehme, hier die Buffer-Size immer runter. Die ist jetzt hier natürlich sehr hoch. Und mache dann auch auf dem Master alles weg, dass da irgendwie keine Latenz entstehen kann. Und dann passt es meistens. Aber wenn ich den Sub 37 da aufnehme, manchmal ist es schon irgendwie ein paar Ticken zu weit nach links oder nach rechts und dann schiebe ich das einfach, bis es passt. Ja. Also ich zoome mich dann auch einfach wirklich nah ran. Wo ist es jetzt? Und guck dann einfach jetzt hier. Okay. Ach, shit. Wo bist du? Da. Mensch. Komm, Lupe. Und guck dann halt, hier ist es jetzt mit dem Sidechain, aber schiebt es dann halt dann genau auf den Takt, dass man es halt sieht, dass, wo die 1 anfängt. Ja. Sidechain-Plugin haben wir, VST, wichtigsten. Ja, kann man, also du hast ja eine große Library, weil hier die Frage nochmal, was sind deine wichtigsten Synths für die wichtigsten, also oder Plugins, die du nutzt? Was mich gewundert hat, ich habe glaube ich nicht einmal einen Nexus gesehen oder so. Nee, Nexus finde ich gar nicht geil irgendwie. Serum finde ich eigentlich am besten. Okay, ja, weil liegt das daran bei dir, bei Nexus bist du zu sehr, wie soll ich das sagen?
ist ja so viele Sachen, gerade durch die Sequenzen, ist alles so vordefiniert quasi. Ist ja eigentlich, ich meine, das ist cool, wenn du schnell, angenommen, du willst ein Playback machen, du hast eine Idee, Harmonien, drückst auf den Knopf, ne, buh, läuft, ne. Kannst du jemanden drauf einsingen lassen irgendwie? Mega eigentlich, ne? Hast du quasi schnell ein Playback. Aber das ist halt nicht. Nexus manchmal ganz gerne benutze, ist, wenn es noch ein bisschen voller werden muss, dann kann man halt einfach wirklich ganz easy 4-5 Layer machen und einfach irgendwas von Nexus reinmachen. Funktioniert immer, dann, oder was? Genau, und dann wird es halt einfach breiter schon mal. Okay, ja. Dafür nutzt du das. Ja, aber die Gefahr ist halt, wenn man so diese Nexus-Presets nutzt, die teilweise super klingen halt, aber das ist halt nicht mehr unique. Und das, was du, glaube ich, versuchst, ist schon, dass du deinen eigenen Sound und die eigenen Sachen dann auch machst, halt, dass das so klingt. Cool. Genau, ja. Ja, ich muss noch mal gucken hier. Kann man sagen, also bei der Plugins, deine Lieblings, kannst du aber trotzdem sagen, was dein Lieblings-Bass-Plugin wäre? Also um Bässe zu machen, hättest du da einen, wo du sagen könntest, das ist das Plugin, wo ich zum größten Teil meine Bässe mitmache? Ja, Serum auf jeden Fall. Das ist auch schon Serum dann. Okay. Ja, ja. Cool. Ja, eigentlich haben wir fast alle Fragen gestellt, die man stellen kann hier. Ich gucke noch mal gerne rein, ob jetzt noch mal was nachgekommen ist hier. Wie wählst du deine Topline aus? Guck mal, das ist auch mal eine interessante Frage halt wieder. Ne? Writing Sessions hast du ja vorhin auch schon erzählt. Ne? Genau. Bekommst du viele mittlerweile zugeschickt auch? Ich kriege auch viel zugeschickt, aber in der Regel wirklich in Writing-Sessions mit Alex, also A7S. Mit dem mache ich eigentlich zu 95% die Writings auch irgendwie. Und finde ich einfach am besten. Das macht am meisten Spaß für mich. Okay, das ist auch gut, wenn man ein gutes Team hat. Warum sonst ist dann auch? Ne? Und ihr habt ja gute Ergebnisse erzielt. Das gut ist ja noch standstark untertrieben. Ja, die Frage kann ich für Tobi beantworten. Er wohnt in Dubai aktuell. Aber seit wann wohnst du jetzt da? Seit Frühsommer ungefähr. Oder Frühling. Ja. Du warst aber auch gerade in Amerika unterwegs gewesen, oder? Geht es ja viel mehr denn um das DJing, halt, was dir ja auch Spaß macht. Dazu müssen wir noch ein separates. Dafür komme ich nach. Da gibt es ja eigentlich die Peine DJ Insights. Ne? Und die filmen wir immer mit dem Kamerateam. Ne? Das müssen wir natürlich dann in Dubai machen. Da muss ich dir diese Fragen nochmal extra bitte stellen. Da haben wir noch einen guten Ansatz. Da nochmal endlich, dass ich da noch ein bisschen Urlaub machen kann. Ne? Ja, gerne. Du hast bestimmt ein paar gute Locations, wo man hingehen kann. Ja. Auf jeden Fall. Oh Gott. Also darüber spricht man nicht, ne? Also über Geld. Wie viel Geld kann man mit Radio verdienen? Kann man das pauschal sagen? Erstmal ist das schwierig. Also man muss ja unterscheiden. Ich glaube, er redet hier einmal über Radio. Und dann müssen wir das ja trennen, ne? Tobi, Radio, was man also wirklich über einen Sender läuft und was in Streams läuft, ne? Ja, also bei Radio gibt es ja auch verschiedenste Einnahmen. Also wenn man jetzt einen Song nimmt und covert und der im Radio gespielt wird, dann verdient man an den GEMA-Einnahmen gar nichts, sondern der Urheber halt von dem Song. Der ursprüngliche also Komponist, Song, ne? Ja. Genau, ja. Wenn du jetzt einen Michael Jackson Song nimmst und daraus einen Dance-Version machst, im Radio läuft, dann verdient der jetzt die Rechte hat von Michael Jackson Tracks. Im schlimmsten Fall benutzt du sogar noch Original-Samples davon, da hast du auch keine Masterrechte mehr und bekommst auch keine Lizenzen mehr. Genau. Also ganz schwieriges Thema und kann man glaube ich sagen, also wenn man gerade Airplay, wenn du richtiges Airplay hast, ist natürlich auch schon finanziell eine andere, also ob du 10.000, ich sag mal, oder 10.000 Airplays hast oder 10.000 Streams, da steht eine ganz andere Zahl am Ende dahinter. Ja, also ein Airplay
ist schon viel, viel mehr wert als ein Stream. Genau. Wollen wir es jetzt nicht die Zahlen nennen oder so, das brauchen wir auch nicht. Aber das ist schon, deswegen muss man immer unterscheiden, glaube ich, ne? Was, wenn wir über über Radio reden, ne? Ist echt Radio. Oder ja. Streams, ne? Also das ist ein kleiner Unterschied. Nein, Tobi kann keine Instrumente spielen, das spielt hier, das kann ich auch sagen. Aber abschließend kannst du uns jetzt noch, bevor wir nämlich gleich zum Ende kommen, kann Tobi uns noch eine Sache verraten. Nämlich, was erwartet uns als nächstes? Sind irgendwelche neuen Single vorausgeplant? Was gibt es als nächstes? Gibt es irgendwelche geilen Collabs, die du, wir sind ja jetzt unter uns, die du nochmal eben erzählen kannst? Ja, also Ende Januar ist auf jeden Fall eine neue Single geplant. Okay. Wir sind gerade noch dran, die final ready zu machen. Okay. Daher kann ich noch nicht allzu viel sagen. Ich dachte eigentlich, die machst du jetzt das Projekt mal auf und wir dürfen da schon mal einmal exklusiv reinhören. Ist das ein Nein? Singen wird auf jeden Fall Nico Santos. Das kann ich sagen. Dann ist das die dritte Single mit ihm, oder? Ja, genau. Die dritte. Cool. Die dritte Nico mal wieder. Ja, die erste war ja schon sehr gut auch, ne? Und bei der zweiten wart ihr irgendwo bei irgendeiner Sendung, habe ich gesehen. Wo war denn das denn gewesen? Luke Mockridge Show waren wir, genau. Ja, da wart ihr gewesen. Ja, wir sind gespannt. Wir freuen uns auf viel neue Musik von dir. Und bitte mach weiter so coole Musik und bleib so, wie du bist. Auf jeden Fall. Bist ein cooler Typ. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es hat den Leuten auch Spaß gemacht. Du warst mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, das ist schön. Und wie spät ist denn das jetzt bei euch überhaupt? 1.11 Uhr. Eieiei. Ja, dann musst du ja ins Bett, ne? Wann ist der nächste Gig? Nächste Woche. Ja, genau nächste Woche in Indien. In Indien, okay. Ja, wir wünschen dir viel Spaß. Dann geh mal schön ins Bett schlummern und wir sagen danke, dass du heute mitgemacht hast hier bei uns beim Torres Producer Talk und bis zum nächsten Mal, Leute. Ne? Danke dir, danke euch.